Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Gast im Studio begrüßen wir heute Herrn Dr. Sommer, den Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven und seinen besten Freund und Schüler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu den Höhepunkten unseres Kulturlebens gehört ein festlicher Opernabend. Schon der Kartenkauf ermöglicht einen regen Gedankenaustausch zwischen Menschen, die sich durch ihre musikalische Neigung und die Vorfreude auf ein seltenes künstlerisches Ereignis verbunden fühlen. Ich hätte gern für zwei Personen für Siegfried für Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Ah. Was ist? Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft? Völlig, seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen völlig ausverkauft. Auch nicht mehr ganz hinten oder am Rang? Nein, leider. Oder so zwölfte Reihe Mitte? Nein. Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Wieso Martha? Was ist? Donnerstag ist Martha. Nee, Martha kommt heute. Heute ist Siegfried. Martha ist meine Schwägerin. Ah. Was ist? Martha ist meine Schwägerin. Mein Gott, das weiß ich auch, aber was ist mit Siegfried? Siegfried ist heute. Heute geht aber nicht wegen Martha. Entschuldigen Sie, mein Kollege bedient Sie gleich weiter. Sehen Sie, da haben Sie es. Wieso? Na, jetzt ist er weg und in einer halben Stunde fängt die Vorstellung an. Na und? Da möchte ich nämlich noch rein, wenn Sie nichts dagegen haben. Und bitte, wer ist der Nächste? Ich hätte meine Karten längst, wenn Sie wüssten, was Sie wollen. Bitte, bitte, wenn Sie es so eilig haben. Unerhört. Also, ich hätte gerne für heute Abend fünf Plätze, so sechste bis neunte Reihe Mitte. Tut mir leid, ich habe noch vier in der dritten und einen hinten. Aha. Oder zwei in der ersten und drei in der elften. Und weiter vorne? Drei in der zweiten, einen in der vierten und einen in der neunten. Und fünf in der sechsten? Nein, leider. Es gingen noch zwei in der sechsten, zwei in der siebten und einer in der achten. Nein, aber zwei in der ersten, einen in der zweiten und zwei in der zehnten. Tja. Sie können es sich ja noch überlegen, damit wir hier weiterkommen. Ja. Ich hatte mit Ihrem Kollegen alles schon besprochen. Vielleicht könnten Lass mich wir... mal. Eigentlich hätten wir gern zweimal Siegfried für Donnerstag. Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Martha ist meine Schwägerin. Bitte? Wir können wegen meiner Schwester heute nicht in Siegfried. Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen. Wir lieben Opern mit Tieren. Ich habe einen Riesenschnauzer. Wenn eine Oper im Fernsehen ist, dann hält der immer den Kopf schief. Entzückend. Gibt es eigentlich eine Oper mit Hunden? Ich weiß nicht. Gibt es Opern mit Hunden? Nein. Die ganze Woche nicht? Nein, und nächste Woche auch. Entschuldigung, darf ich mal? Bitte sehr. Ich hätte jetzt gerne für heute Abend fünf Plätze im ersten Rang, erste Reihe Mitte. Da kann ich Ihnen nur noch drei Plätze im zweiten Rang, vierte Reihe Mitte anbieten und zwei im dritten Rang, erste Reihe Seite. Und zwei im ersten Rang, vierte Reihe Mitte und drei, zweite Reihe Seite? Nein. Und dann in Gottes Namen fünf Plätze im vierten Rang, erste Reihe Mitte. Da habe ich noch zwei erste Reihe Seite und drei vierte Reihe Mitte. Tja. Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische. Aber vielleicht dürfte sich meine Gattin Ihnen anschließen, wo Sie doch sowieso schon mehrere sind. Was? Naja, dann gehst du heute in Siegfried und ich Donnerstag mit Martha in Martha. Bitte sehr. Also, dann hätte ich jetzt gerne zwei Plätze, erste Reihe Mitte. Aber du wolltest doch den Drachen sehen. Nein, nein, ein Hund wäre mir sowieso lieber gewesen. Nee, Frau. Sie können sich ja gerne mit Ihrer Schwägerin meinen Riesenschnauzer ansehen. Wenn ich Sie dafür in die Oper einladen dürfte? Na dann, morgen in die Zauberflöte. Ich hätte gern für die Zauberflöte erste oder zweite Reihe Mitte vier Plätze, drei Erwachsene und ein Riesenschnauzer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Coffelstone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich Arthur dem jüngsten Sohn... Wir müssen wohl auf die achte Folge des 16-teiligen englischen Kriminalspiels vorerst verzichten. Um die entstandene Lücke zu schließen, schalten wir uns mit freundlicher Genehmigung des Intendanten in eine beliebte Unterhaltungssendung des ZDF ein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur 28. Folge Das ist Ihr Leben. Wieder einmal liegt das Leben eines Prominenten vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch und wir wollen es gemeinsam mit unserem Ehrengast betrachten. Er selbst wird in wenigen Augenblicken durch diese Tür kommen. Er weiß überhaupt noch nicht, was ihn hier erwartet. Aber da ist er schon. Thomas Traunköcker, Welt
berühmt unter dem Namen Ted Brown. Einer unserer populärsten Schauspieler und Regisseure. Was? Millionen Zuschauer begrüßen Sie als Ehrengast der 28. Folge von Das ist Ihr Leben. Ach. Ted Brown, wo befindet sich in diesem Augenblick Ihre Lebensgefährtin? Also vor 5 Minuten saß sie noch unten in der Kantine. Nein, hier ist sie. Ihre Lebensgefährtin für uns im Studio für Das ist Ihr Leben. Ted Brown. Am 16. Februar 1919 wurden Sie in der 2. Etage dieses Berliner Mietshauses geboren. Toll. Sie erhielten den Namen Thomas Theodor und fielen schon im ersten Lebensjahr auf durch jenen eigenartig frühreifen Gesichtsausdruck, durch den Sie 30 Jahre später als arrivierter Schauspieler und Darsteller vorwiegend tragischer Rollen berühmt geworden sind. Aber zunächst einmal besuchten Sie mit durchschnittlichem Erfolg die Grundschule. Leider sind alle überlebenden Klassenkameraden von damals heute verhindert. Aber wir stießen auf einen etwa gleichaltrigen Herrn, auch ein ehemaliger Grundschüler, allerdings seinerzeit in Köln, der heute in Chicago lebt. Er ist Ihnen daher völlig unbekannt. Trotzdem ist er gestern Nacht für unsere Sendung für Sie herübergeflogen. Hermann Bilz! Und sein Bruder Klaus Bilz aus Wernigerode. Und Vater Bilz aus Elberfeld. Mit Gattin Erika. Und Schwägerin Gertrud Hammelmeier. Gertrud Hammelmeier. Wer, ich? Ja. Ach so, ja. In diesem Haus verlebten Sie Ihre Kindheit, bis Sie nach Bremen verzogen. Ja. Mein Vater war stellvertretender kaufmännischer Angestellter und die Wohnung war etwas klein, 3 Zimmer, Küche und Bad. Und da wurde ihm in Bremen eine Stellung als Hauptstellenvertreter angeboten und da sind wir nach Bremen. Da haben wir 3,5 Zimmer mit Bad. Wir hätten eventuell auch 4 Zimmer mit Bad bekommen, aber die Wohnung lag etwas außerhalb. Und da sind Sie in die 3,5-Zimmer-Wohnung gezogen und nicht in die 4-Zimmer-Wohnung. Ja. Und wer ist dann 12 Jahre später in die 4-Zimmer-Wohnung gezogen? Das weiß ich nicht. Fräulein Emmy Wesemann, da ist sie. Fräulein Wesemann, Sie wohnen seitdem in der 40... Entschuldigen Sie, können wir jetzt gehen? Moment. Fräulein Wesemann, Sie wohnen seit 8 Jahren in diesem Haus. Und wer ist Ihnen dort niemals begegnet? Ted Brown. Er ist heute Abend unter uns. Das ist Ihr Leben. In jenen Tagen des Jahres 1939 wurden Sie linker Verteidiger der Fußballmannschaft Eintracht Wilmersdorf. Und da kommt sie auch schon. Wo ist er? Ich habe nie in meinem Leben Fußball gespielt. Aber Herr Braunkötter. Unser linker Verteidiger hieß Brunkipper. Ted Brown, von 1939 bis 1941 besuchten Sie die Schauspielschule mit einem anderen jungen Schauspielschüler, mit dem Sie ein möbliertes Zimmer und die Wirtin teilten. Das ist Klaus Grusinski, die alte Pfeife. Jawohl, Klaus Grusinski. Mensch, Klaus, weißt du noch? In der Knesebeckstraße, der Ding mit dem kleinen Glas, 4 Frucht, Marmelade. Und der Goldhamster an der Gedächtniskirche. Und das kleine Kino, Ecke Adolf-Hitler-Platz. Gleich nach der Schauspielschule spielten sie große Rollen an den bedeutendsten deutschen Bühnen. Hamlet, Richard III., der Hauptmann von Köpenick, Peer Gynt, Mephisto, Wallenstein. Und dann gaben sie ihr Können weiter an die Jugend. Sie gründeten nach dem Kriege ihre eigene Schauspielschule, das Ted Brown Institut, aus dem so berühmte Film- und Bühnenstars hervorgingen wie Elke Sommer, Marlon Brando, Walter Giller, Martin Held, Romy Schneider und Marianne Koch. Wie war dein Name? Koch. Bitte? Koch. Ah ja. Haben Sie dann weitergemacht nach der Schauspielschule? Ja, Theater, Film. Auch schon mal im Fernsehen? Ja, auch. Eine größere Rolle? Doch, schon. Vielen Dank, Marianne. Ploch? Koch. Das war ihr Leben. Und dann kam jener Freitag letzter Woche. Sie fühlten sich nicht so recht wohl und alles nahm seinen ganz natürlichen Verlauf. Für eine würdige, wundervolle Feier sorgte Pfarrer Johannes Heidenreich. Thank you.
Verlassen wir nun die große, schillernde Welt der Prominenten und wenden wir uns wieder jenen Problemen zu, die uns wirklich nahe sind. Wir haben den Kauf eines Möbelstückes in den Mittelpunkt unserer kritischen Betrachtungen gestellt. Das Bett und seine Anschaffung gehören zwar zur Intimsphäre des Menschen, aber es ist an der Zeit, so meine ich, sich über dieses Tabu hinwegzulegen, hinwegzusetzen. Womit kann ich dienen? Wir hätten gern ein Bett. Haben Sie da an eine Schlafsitzgarnitur gedacht mit versenkbaren Rückenpolstern, eine Couch-Drehkombination oder das klassische Horizontalensemble? Wir schlafen im Liegen. Ah ja, da empfehle ich Ihnen die Kreationen aus dem Hause Unisono. Sie ruhen nebeneinander oder rechtwinklig? Rechtwinklig? Nein, nein, ganz normal. Im Bett. Also nebeneinander, parallel. Müssen wir das hier so genau? Da haben wir hier das Modell Allegro mit doppeltem Federkern und Palmfaserauflage. Für das Bezugsmaterial der Matratze können Sie wählen zwischen einer imprägnierten Halbzwirnware oder gedrilltem Volon. Ach, die Federmuffen sind einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt, also hüftfreundlich in der Seit- und Bauchlage. Sie dürfen gern einmal Probe liegen. Ich bediene inzwischen die anderen Herrschaften. Richtig hinlegen? Ganz wie Sie wünschen. Auch in Rückenlage? Zieh doch die Schuhe aus. Womit kann ich dienen? Betten. Doppelbetten. Ruhen die Herrschaften parallel oder rechtwinklig? Was? Ich meine, ruhen Sie in der klassischen Doppelbettposition oder ist die Schlafposition über Eck gestaltet? Klassisch. Oder wie? Da haben wir hier die Doppelliege Presto. Dreifache Federkern, Polyesterauflage und Stützsperre. Bei unruhigem Schlaf. Wieso? Für den Fall, dass die Herrschaften häufiger die Position wechseln. Sagen Sie mal... Preisgünstiger ist natürlich das Modell Allegro, wenn ich Sie dort herüber bitten darf. Doppelter Federkern mit Palmfaserauflage, kreuzweise verspannte Federmuffen, also hüftfreundlich in der Seit-, Bauch- und Rückenlage. Sie können gern Probe liegen, wenn diese Herrschaften... Wir hätten nur eben gern noch die Bauchlage. Bitte sehr. Ich kann Ihnen hier noch das Modell Andante zeigen, zweiteilig zur individuellen Raumgestaltung. Da ist so eine Ritze in der Mitte. Ganz recht, Knefrau. Nee. Aber vielleicht sind die Herrschaften inzwischen ausgeschlafen. Sie könnten ja schon mal im Modell Presto Probe liegen. Bitte schön. Aber Allegro bleibt in engerer Wahl. Bitte hier herüber. Modell Presto mit dreifachem Federkern und Stützsperre. Wir sollten es zunächst in der Bauchlage probieren. Ich schlafe nie auf dem Bauch. Du sollst jetzt auch nicht schlafen. Also, wir nehmen dies hier. Moment, das Bett hatten wir zuerst belegt. Ich sagte gerade zu meiner Frau, hier schlafen wir nicht. Herr, wie ist Ihr Name? Hallmackenreuther. Herr Hallmackenreuther, das Modell Allegro war in engerer Wahl. Packen Sie das Bett ein, wir nehmen es mit. Ich sagte gerade, das Bett ist gekauft, Herr... Hallmackenreuther. Na schön, Sie werden ja wohl zwei von der Sorte haben. Wir führen nur Einzelstücke. Dann fordere ich Sie auf, unser Bett zu verlassen. Das fällt mir nicht im Traum ein. Hertha, hör doch mal. Vielleicht könnten sich die Herrschaften eventuell für das Modell Andante entscheiden, wenn Sie mal Probe liegen wollen. Tja. Na, dann probiere ich es eben mal. Nein, nein, nein. Herr Hackenreiter Hallmackenreuther. Herr Hallmackenreuther hat ausdrücklich mich aufgefordert. Er lässt mich nicht rein. Sie lassen sofort meine Frau in das Bett. Ich werde jetzt die Rücken-, Seit- und Bauchlage ausprobieren, und zwar ohne Ihre Gattin. Wenn Sie nicht sofort meine Frau in dieses Bett... Bitteschön, bitteschön. Die Doppelliege ist zweiteilig gestaltet, mit Spannmuffenfederung in Leichtmetall. Ah, hopsen Sie doch nicht so. Ich kann hier hopsen, solange es mir passt. Meine Frau hopst, wo sie will. Fritz, was machst du denn da? Hertha, dies ist das Modell Andante mit Spannmuffenfederung. Es ist in der Rückenlage etwas stramm. Komm doch mal. Entschuldigung, gnädige Frau, aber Sie waren an diesem Modell ja nicht interessiert. Ich werde wohl noch das Recht haben, mit meinem Mann ein Bett auszuprobieren. Ganz recht, aber nicht mein Bett. Herr Heckmullenreiter? Hallmackenreuter. Das Bett ist gekauft. Sehr wohl. Darf ich Sie bitten, mein Bett zu verlassen? Meine Gattin bleibt, wo sie ist. Sie wollte das andere Bett nehmen. Das wollten Sie uns ja nicht überlassen. Edith, so war es doch. Jetzt rufen Sie bloß noch Ihre Frau zu Hilfe. Wie lange sind Sie eigentlich verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Ach, ach was. Und wozu brauchen Sie dann ein Doppelbett, wenn ich fragen darf? Sag's ihm, Edith. Sie können die Matratzen auch in Matrosenblau oder Moosgrün haben. Edith,
Ihre Bekannte schläft. Das geht sie überhaupt nichts an. Ich werde doch wohl auch feststellen dürfen, wer in meinem Bett schläft. Ich habe hier noch das gleiche Modell in Leichtmetall mit vernickelten Gelenkmuffen. Und wie ist es da mit dem Matratzenbezug? Ich habe immer gern etwas gedeckte Töne. Ich schau mal nach. Hertha! Meine Gattin aufwacht, nimmt sie gern eine Tasse Tee mit etwas Gebäck. Herr Dr. Sommer, Sie erteilen diesem Hund seit Jahren Sprachunterricht. Jawohl. In deutscher Sprache. Richtig. Und Ihre Bemühungen hatten Erfolg. So ist es. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen wie ein Mensch? Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen. Ja, ja, aber sagen Sie doch, was er sagen soll. Na, zum Beispiel den Namen von irgendeinem berühmten Schauspieler. Irgendeinen. Wie heißt denn dieser Blonde? Heinz Rühmann? Nein, der andere. Kurt Jürgens? Nein, nein, irgendwas mit F. Mit F? Oder P. Marlene Dietrich? So ähnlich. Hat er nicht in dem Film mitgespielt? In welchem? Von diesem italienischen Regisseur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mit I? Er heißt so ähnlich wie eine Autofirma. BMW? Nein, nein. Dieser Fußballspieler fährt so an. Welcher Fußballspieler? Der das Tor in dem Endspiel geschossen hat. Wo? In Hamburg? Nein. In Bremen? Nein. Ein paar Worte von Mensch zu Mensch sind eben das einfachste und sicherste Verständigungsmittel. Das gilt im Besonderen für sozial gehobene Kreise. Dort pflegt man, häufig bei gemeinsamen Tafelfreuden, das heitere, geistreiche Gespräch. Und wie von selbst entsteht der erwünschte Kontakt auf höchstem Niveau. Das sieht ja köstlich aus. Herr Ober, Sie stammen aus Hamburg, gnädige Frau? Nein, aber mein Schwager Klapproth wohnt da mit seiner Familie. Mhm. Dann müssten Sie eigentlich Pohlmanns kennen. Sind das die mit dem Jaguar? Nein, aber ganz reizende Leute. Ah. Herr Ober, aber Herr von Treusen. Spielen Sie ein Instrument? Klavier. Spielen Sie eigentlich noch Golf, meine Frau? Nein, wissen Sie, Golf ist ein richtiger Kleinleutesport geworden. Aber man kommt doch mal raus. Wir sollten alle viel mehr an die Frische Luft. Wir reiten jetzt wieder. Ist nicht so schlimm. Was für ein Machtjob. Wissen Sie, wir sind so eine richtig nette Clique mit einem Zahnarzt und seiner Frau, eben wirklich gebildeten Menschen. Und alles mit Akupunktur? Stellen sich das vor, ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten. Ach, entschuldigen Sie, dürfte ich wohl mal die Weinflasche? Vom Hinterkopf zur Nase. Scheußlich. Sie wollen mich von betrunken machen, Herr Baron. Aber nee, Frau, Sie werden der Herrn von draußen keinen Korb geben. Doktorchen, Alkohol ist meine schwache Seite. Aber ein Tröpfchen in Ehren kann niemand verwehren an so einem schönen Abend. Ach, Herr Dorfhäusen, würden Sie so gut sein? Nein, na, nee, Frau. Das möchte ich auch hören. Kennen Sie die reizende Geschichte von dem Mann, der keinen Obstsalat mag?
Da sitzen zwei Herren in der Eisenbahn und der eine schneidet einen Apfel in ganz kleine Stücke und schmeißt sie zum Fenster raus. Und dann schneidet der eine Banane in Scheiben und schmeißt sie auch zum Fenster raus. Und dann fragt der eine den anderen, was machen die denn da? Ach, würden Sie wohl so freundlich sein und mir mal die Fleischplatte? Herr Ober, wenn Sie bitte so freundlich sein und mir mal die... Herr Domoratzky hält immer so entzückende Tischreden. Sehr verehrter Herr Konsul, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir ein Bedürfnis und ich glaube nicht zuletzt und im Hinblick auf die anwesenden Damen oder besser gesagt das schönere Geschlecht. Die Gastfreundschaft dieses Hauses, meine Herren, wie sagt doch der Dichter, ernst ist das Leben, heiter die Kunst und ich freue mich, dass die persönliche Anwesenheit von Frau Dr. Blömeyer und darüber hinaus ganz besonders für die Jugend auch im Sinne dieses gelungenen Abends. Bravo! Sollten wir darauf über auch hinaus unseren Dank an Konsul Krapko und die verehrte gnädige Frau. War das nicht entzückend? Man fühlt sich menschlich so angesprochen, gell? Kennen Sie eigentlich diese entzückende kleine Geschichte von dem Mann? Von dem Mann, der... Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Cotherstone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Adelthorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrompton Castle zurzeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Adelthorpe einen Schlupf besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Thornton in Thrompton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Middle Fritham nach North Cotherstone Hall in Thrompton Castle den Schlupf aus Nether Adelthorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cotherstone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thoresby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrompton Castle bei Lord Molesworth Horton arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cotherstone Hall zurück, aber nicht über Middle Adelthorpe, sondern über North Thurston, Thrompton Castle, Middle Fritham und Nether Adelthorpe. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nachts von Nether Adelthorpe nach North Thurston oder South Thor. Fast dachte ich schon, wir könnten jetzt diese englische TV-Serie. Naja, wichtiger ist das Leben selbst. Es ist kein Geheimnis, dass die Institution der Ehe heute mehr gefährdet ist als je zuvor. Wir müssen daher dankbar sein, dass die moderne Psychotherapie Behandlungsmethoden entwickelt hat, die auch Partnern in einer scheinbar sinnentleerten Beziehung neue Hoffnung geben.
Herr und Frau Blömann. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mein Institut ist bemüht, den Ehegatten bei der Überwindung einer kritischen Phase auf psychologischem Wege behilflich zu sein und körperliche oder geistige Kontaktschwächen auszugleichen. Wunder vollbringen wir nicht. Ach. Wo liegen Ihre Schwierigkeiten, schwerpunktmäßig? Na, wenn Sie das nicht wissen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir von Ihnen da irgendwas. Wir kommen immerhin von auswärts. Und Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Schaumohlweiß. Das ist noch etwas weißer als weiß. Und Herr Blömann, Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Aber nicht so grau. Mehr grün-grau. Ins Bräunliche. Eine Art braun-grau mit grün. Ein braun-grün-grau. Braun-grün-grau. Es schadet auch nichts, wenn es ein bisschen ins Bläuliche hinüberspielt. Hauptsache, es ist grau. Danke. Braun-grau. Vielen Dank, Herr Blömann. Es könnte auch etwas rot mit anklingen. Das genügt, Herr Blömann. Ein braunrot, aber im Ganzen grau. Ja, ja. Also ein grünlich-blaues braunrot-grau. Es kommt nicht so genau darauf an, Herr Blömann. Doch, doch. Sie sehen nachher in so einer Tabelle nach und da steht dann bei grau, Herr Blömann schlägt seine Gattin oder etwas Ähnliches. Herr Blömann, ich versichere Ihnen... Nein, nein, ich kenne diese modernen psychologischen Tricks. Herr Blömann... Man sagt irgendeine Farbe und schon wird man schuldig geschieden. Ich möchte zunächst... Aber haben Sie bemerkt, wie oft meine Gattin ihre Handtasche auf und zu knipst und hineinguckt? Haben Sie das bemerkt? Ja? Wie? Was? Nein, natürlich nicht. Ich hätte... Herr Blömann, Ihre Gattin kann ihre Handtasche auf und zu knipsen und hineinsehen, so oft sie will. Siehste? Aber nicht 8 Mal in 6 Minuten. Siehste. Das sind im Jahr fast 350.000 Mal geknipst und geguckt. Herr Blömann, vielleicht, dass Sie bei sich auch öfter mal irgendwas auf und zu machen, gell? Ja, ja, aber ich gucke nicht jedes Mal hinein, nicht wahr? Darf ich jetzt in der Untersuchung fortfahren? Bitte sehr. Ich zeige Ihnen jetzt, Frau Blömann, würden Sie jetzt einmal das Knipsen und Gucken unterlassen. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild und Sie sagen mir, was es darstellt. Zuerst Herr Blömann, bitte. Tja. Was sagt Ihnen das Bild? Ganz kurz. Reiter, 2 Reiter und Pferde. Sonst nichts? Nein. Ah ja, 2 Damen. Reiten die auch? Nein. Ihr Gesamteindruck? 2 Herren geben 2 Damen Reitunterricht. Und Frau Blömann, sind Sie anderer Meinung? Ja, das ist mehr so Urlaub. Mit Reiten und so. Die Herren sind den Damen irgendwie behilflich. Herr Blömann, helfen Sie Ihrer Gattin gelegentlich? Wir reiten nicht. Wir haben einen Wellensittich. Ich glaube, ich habe das Farbfoto mit. Frau Blömann, Sie lassen jetzt Ihre Tasche zu. Wie reden Sie denn mit meiner Gattin? Ihr Wellensittich interessiert jetzt nicht. Ach was? Die gibt mir jeden Morgen einen Kuss. Herr Blömann, küssen Sie Ihre Gattin gelegentlich? Weniger. Warum nicht? Es ist zeitlich immer etwas ungünstig. Und Sie, Frau Blömann? Mein Gott, ich habe auch meinen Haushalt. Ah ja. Herr Blömann, darf ich Sie bitten, Ihre Gattin zu küssen? Was ist los? Der Kuss als Ausdruck menschlich-ehelicher Beziehung ist zur Behebung einer chronischen Kontaktschwäche von großer Bedeutung. Bitte küssen Sie jetzt Ihre Gattin. Wohin? Wo Sie wollen. Nein. Nein, nein. Dann müssen wir die Grundformen des Kusses ganz neu erarbeiten. Sie nähern sich dem Partnermodell auf etwa 8 bis 12 Zentimeter und sagen Hallo Schatz. Dann berühren Sie mit den Lippen die Mundpartie. Hallo Schatz. Mehrmals bitte. Frau Blömann, Sie sollten Ihren Gatten öfter mal mit einer hübschen Bluse überraschen, einem anderen Lippenstift oder mit einer neuen Frisur. Das genügt, Herr Blömann. Bitte, Frau Blömann. Auf den Mund? Sie verhalten sich ganz passiv. Sie lassen sich küssen, gell? Was kostet denn so ein Gerät? Das ist im freien Handel nicht erhältlich. Auch nicht gebraucht? Nein. Ah. So, für heute ist es genug. Und nun üben Sie daheim weiter. Der leichte Kuss aus der Grundhaltung. Aneinander, miteinander. Täglich 3 Mal, gell? Vor oder nach den Mahlzeiten? Komm jetzt. So, oder
von Never Edelsort nach North Sor. Sor or. Or. Verzank. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nachts von Never Edelsorp nach North Sor or South Sor. Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund Sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über 4 Jahre habe ich das Tier täglich 8 Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. Sensationell. Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, wo? Oh. Ah, ja. Jetzt vielleicht etwas Längeres. Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach nein. Ja, was denn nun? Irgendetwas Nettes, Normales. Bitte sehr. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so. Also dann meinetwegen etwas aus dem kirchlichen Bereich. Gern. Bello, sag mal, 9 Nonnen holen Kohlen zum Kohlenofen. Ich weiß nicht, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das Tier diesem Thema gewachsen ist. Vielleicht sollten wir religiöse Bereiche überhaupt ausklammern. Wie Sie wünschen. Dann eventuell doch noch eine politische Äußerung? Nein, nein. Oder etwas aus der Wirtschaft? Ja, bitte. Über Atomstrom? Nein, das sagt er nicht. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Aber ich versichere Ihnen, dass... Nein, nein. Ich versichere Ihnen, das Tier äußert sich rein privat, ohne jeden politischen Aspekt. Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Na, wenn schon. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen, wie ein Politiker. Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Also gut, aber nicht länger als 1 Minute. Bello, sag mal... Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. Solche Äußerungen heizen die Diskussion wieder ganz unnötig an. Also gut. Bello, sag mal, Otto Kohl fühlt sich wohl bei der Oberpostdirektion. Na, das hat ja nun wieder überhaupt keinen aktuellen Bezug. Kann er nichts aus dem Themenkreis des Fernsehprogramms? Bello, sag mal, Talkshow. Herr Dr. Sommer, darf ich offen sprechen? Na und? Der Hund kann überhaupt nicht sprechen. Das ist eine unverschämte Behauptung. Der Hund beherrscht nur einen einzigen Buchstaben, so etwas wie O. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Fischers Fritze fischt frische Fische. Nach diesem erstaunlichen Experiment stellt sich die Frage, ob nicht in Zukunft Hunde leitende Positionen in Politik und Wirtschaft übernehmen sollten. Der Mensch neigt mehr zu leichter Unterhaltung. Beim Kartenspiel zeigt er seine besten Eigenschaften. Intelligenz, Toleranz und Disziplin. Ach, entschuldigen Sie. Hallo. Ja, bitte? Spielen Sie Skat? Im Moment nicht. Uns fehlt nämlich der dritte Mann. Ach. Wenn Sie mit uns ein paar Runden spielen wollen? Gern. Moosbach ist mein Name. Striebel. Vogel. Angenehm. Ein Bier, bitte. Ja. Der Herr auch ein Bier? Nein, danke. Ich bin mit dem Magen nicht ganz in Ordnung. Sind Sie Turnierspieler? Nein, nicht direkt. Ich habe auch länger nicht gespielt, aber ich spiele gern. Aha. Spielen richtig verstanden ist etwas Wunderschönes. Es kann auch gerade für junge Menschen eine gute charakterliche Schulung sein. Konter nach dem ersten Stich und 0 ohne Reh. Bitte? Verlorenes Konter, 3 Bock, 3 Ramsch. Du sagst was, Herr Moosbach ist faul. So. 18. Tja. 20. Was? Ach so, ja. 20. Tja, tja. 2. Ja, ja, ja. 3. Ja. 4.
7? Ja. 30? Mhm. Na, der hat ein Blatt. Ich? Sie scherzen. Nein. Also keine 33? Nein. Weg. Wie heißt er? Mosbach. Grand. Sie kommen raus, Herr Mosbach. Wo? Ach so. Haben Sie keinen Buben? Das sag ich nicht. Wir spielen Grand, Herr Mosbach. Ach, ist das ein Bube? Ja, doch. Ich kann Buben und Damen so schlecht auseinanderhalten. Und den? Nein, das sind jetzt meine. Jeder der Herren hat einmal die Karten an sich genommen. Ich habe es genau beobachtet. Ich bitte Sie, das ist mein Ass. Sie haben abgeworfen. Herr Vogel hat bedient. Bitte sehr. Aber gerecht ist es nicht. Und den, und den, und den, und den, und den, und den, und den. Pech gehabt, Digga. Ja. Herr Mosbach, Sie geben. Ohne 2 in Spiel 3, Schneider 4, mal Grand 80. Verloren 160, danke. Was machen Sie denn da? Nur auf diese Weise werden die Karten wirklich gemischt, damit man nicht immer dieselben bekommt. Im Grunde genommen ist Skat ein Spiel, das den Intellekt schult. 18. Ja. 20. Ja. 2. Weg. Wie heißt er? Wer? Karo, du kommst raus. Und was ist Trumpf? Karo. Was ist Trumpf? Karo. Karo. Ja. Also, was ist Trumpf? Karo. Richtig. Also, vielen Dank. Sehr freundlich. Ich hab sie schon. Ich spiele zu gern. Pik. Herzen. Das ist Ihr Stich. Ach was. Natürlich. Herr Vogel hat die Herz 7 ausgespielt, dann hat Herr Striebel die Herz 8 draufgelegt und ich bin mit der Herz 9 einfach drüber gegangen. Das ist mein Stich. Die Herz 7 kommt von Herrn Vogel, dann die 8 von Herrn Striebel und dann, zack, komme ich mit der 9. So war's doch. Herr Striebel dachte schon, er könnte da mit der Herz 8 die Herz 7. Nein. Zack! Herr Striebel hätte ja stechen können. Hat er aber nicht. Und darum habe ich einfach, zack, mit der Herz 9. Ein guter Spieler lässt sich nichts anmerken, Herr Vogel. Spielen ist in erster Linie eine Charakterfrage. Vielleicht erlaubt es Ihr Charakter, jetzt eine Karte auszuspielen. Doch, gewiss. Aber bei Skat will jeder Stich genau überlegt sein. Wenn man nicht ernst spielt, macht es keinen Spaß. Nein. Was liegt? Ich habe mich geirrt, Herr Vogel. Sie haben diese Karte ausgespielt. Ich sagte, es war ein Versehen, Herr Vogel. Sie haben ausgespielt, Herr Vogel hat gestochen und so bleibt es liegen. Hier wird Skat gespielt, Herr Mosbach. Kennen Sie Schnippschnapp? Das ist auch ein Spiel für 3 Personen. Nein, Schnippschnapp kenne ich nicht, aber Sie legen jetzt sofort eine Karte da drauf. Und da bleibt sie auch liegen? Nein, meine Herren, so nicht. Spiel ist etwas Heiteres. Es soll Freude machen. Im Übrigen brauchen Sie einen dritten Mann, ich nicht. Jetzt bleiben Sie schon sitzen. Bitte sehr. Der Rest ist bei mir. Mit 2 Spiel 3 mal Karo 27 verloren 54. Darf ich den Herrschaften mal ein ganz kleines Kartenkunststückchen zeigen? Bitte sehr. Aber erst mal nicht gucken.
können sich umdrehen. Jeder der Herren darf sich ein Häuschen wünschen. Aber nicht laut sagen. Herr Striebel fängt an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die... Sie schreiben einen Brief an jemanden, den Sie lieben. Sie haben etwas zu notieren. Man benötigt Ihre Unterschrift auf einem Dokument. Natürlich mit Tinte. Mit Tintenboy. Das moderne Schreibgerät für moderne Menschen. Mit echter Tinte und Nachfüllpatrone. Tintenboy. Mit der Tinte im Füller und nicht am Finger. Tintenboy. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir werden durch unaufhörliche Fortschritte auf technischem Gebiet verwöhnt. Leider sind wir uns dessen nicht bewusst und daher undankbar. Noch vor knapp 76 Jahren galt das Fliegen als unerfüllbarer Traum der Menschheit. Daran denkt heute niemand mehr. Das ist bedauerlich. Wir sollten nie vergessen, dass unsere Großeltern auf Annehmlichkeiten dieser Art verzichten mussten. Solange man sich am Boden befindet, sind die Annehmlichkeiten des Fliegens natürlich noch nicht so eindrucksvoll. Doch schon beim Betreten eines mehrstrahligen Düsenjets beginnt man sie zu spüren.
diese Atmosphäre hochgestimmter Erwartung vor einem der faszinierendsten Abenteuer, das die Menschheit kennt. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ach, das ist sehr liebenswürdig. Entschuldigen Sie, ist dieser Platz noch frei? Bitte. Entschuldigung. Das macht doch nichts. Bitte, mach das schön. Wirklich. Danke. Schon gut, danke. Danke. Wenn ich mal, bitte schön. Ja. Das geht schon. Bitte, das geht schon. Bitte. Nein, das ist mein. Ich glaube, ich habe hier. Gehört das Ihnen? Nein. Ja. Tut mir leid, aber könnten Sie bitte... Oh Gott. Ich kann es noch zu mir nehmen. Das ist sehr liebenswürdig, aber Sie müssen es wirklich sagen, wenn es sind. Also die Unverständlichkeit. Das geht ganz gut. Ich kann es hier noch neben mich. Das geht sehr gut. Aber Sie müssen wirklich sagen, wenn es Ihnen irgendwie... Nein, das geht nicht. Wenn es Ihnen irgendwie... Aber ich bitte den Herrn Frau. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wenn Sie mir auch einen kleinen Teil der Armlehne überlassen würden. Selbstverständlich. Die Armlehne ist nämlich nicht nur für Sie da. Ja, natürlich. Ich meine, bis hierhin darf ich Sie doch wohl beanspruchen. Selbstverständlich. Meine Damen und Herren, Flugkapitän Henderson und seine Besatzung begrüßen Sie recht herzlich an Bord. Dürfen wir Sie nun bitten, sich zum Start anzuschnallen und die Rückenlehnen senkrecht zu stellen. Vielen Dank. Ehe wir das Programm fortsetzen, möchte ich unserem Bundeskanzler bei der Erfüllung eines Wunsches behilflich sein, der ihm besonders am Herzen liegt. Der Bundeskanzler schlug vor, jede Familie solle einmal in der Woche einen fernsehfreien Abend einlegen. Das ist ein sehr glücklicher Gedanke. Allerdings sollte man nichts überstürzen. Zur Einführung beginnen wir daher mit einer fernsehfreien Minute. Sie haben jetzt die Gelegenheit, 60 Sekunden lang Ihren Lebensgefährten zu betrachten oder ein wertvolles Gespräch zu führen. Vielleicht nehmen Sie ein gutes Buch zur Hand. Auch Evelyn Hamann und ich werden diese fernsehfreie Minute zur Pflege menschlicher Kontakte nutzen. Also bitte. Nicht hierher gucken. Sie haben ein bezauberndes neues Kleid. Ihr Haar ist voller geworden. Ansage. Ach ja. Früher war der Adler der König der Lüfte. Heute ist es der Mensch. Er überwindet Zeit und Raum, wobei es ihm als einzigem Lebewesen dieser Erde gelingt, während des Fluges eine warme Mahlzeit einzunehmen. Geht es so mit den Knien? Oh ja, gewiss. Es gibt etwas zu essen. Bitte? Wir bekommen einen Lunch. Oh ja. Können Sie bitte die Tische etwas herunternehmen? Der Service ist auf dieser Linie wirklich ausgezeichnet. Man vergisst völlig, dass man in 10.000 Metern Höhe durch die Luft rast. Es ist schon sehr bequem, gerade auf größeren Strecken. Ich hätte gerne ein Bier. Mir auch, bitte. Einen Tomatensaft.
Sie lesen Gedichte, Frau? Ja, Rilke. Ich liebe Rilke. Rilke. Etwas Schöneres ist in deutscher Sprache wohl nie geschrieben worden. Du erbst das Grün vergangener Gärten und das stille Blau zerfallener Himmel. Die vielen Sommer, die Sonne sagen, und lauter Frühlinge mit Glanz und Klagen, wie viele Briefe einer jungen Frau. Ist das nicht wunderbar? Wunder. Du erbst die Herbste, die wie Prunkgewänder in der Erinnerung von Dichtern liegen. Und alle Winter wie verwaiste Länder scheinen dich leise an dich anzuschmiegen. Und in den Duineser Elegien heißt es einmal, einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los. Oh, Scheiße. Woraus? Klingt woraus? Aus dem tonlosen Los. Tonlosen Los. Ach ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Wir haben nun unsere Flughöhe von 9000 Metern erreicht. Das Wetter ist gut. Die Außentemperatur beträgt minus 56 Grad Celsius. Auf der linken Seite sehen Sie Kassel. Wo ist Kassel? Links. Auf der linken Seite. Wo denn? Oh, Entschuldigung. Für mich ist ein Gedicht wie Musik. Wie ein Nocturne von Chopin. Kennen Sie Kassel? Nein. In Kassel war ich 2 Jahre auf der Gewerbefachschule. Ah. In seinem Gedicht Die Laute sagt Rilke, ich bin die Laute. Willst du meinen Leib beschreiben, seine schön gewölbten Streifen? Sprich so, als sprächest du von einer reifen, gewölbten Feige. Wunderbar. Kalle und Bolzmeier. Bitte? Ihnen kein Begriff? Anbaumöbel? Nein. Der Juniorchef ist ein Cousin von mir. Der macht auch Gedichte. Ach was. Wie ging das noch? Ich muss die Nase meiner Eulen an jeder Grenze neu verzollen. Kaffee? Ja, bitte. Ja. So, danke sehr. Kassel hat übrigens ein neues Schwimmbad. Ach was. 250 Meter Becken mit Gegenstromanlage und Solarium. Toiletten separat. Ach, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mein Jackett ablege? Aber nein. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Wenn Sie für einen Moment die Blumen... Aber ich helfe. Nur damit Sie nicht leiden. Es geht. Hier bin ich drin. Ja, ach ja, so. So. Jetzt kann ich auch die Blumen wieder nehmen. Ach, das ist sehr freundlich. Entschuldigung, wenn Sie mich mal vorbeilassen würden. Oh, bitte sehr. Bitte schön. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe verlassen und werden in wenigen Minuten landen. Dürfen wir Sie bitten, sich wieder anzuschnallen, die Lehnen senkrecht zu stellen und die Nichtraucherzeichen zu beachten. Vielen Dank. Man gewinnt den Eindruck, dass die Menschen sich durch den technischen Fortschritt näher kommen. Ja, ich glaube, erst die Technik ermöglicht das große gemeinsame Erleben und dieses Gefühl von Nestwärme im Kreise von Menschen, die man eben erst kennengelernt hat. Und das ist doch etwas Wunderschönes in unserer schnelllebigen Zeit. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug gefallen hat und wir Sie recht bald wieder an Bord begrüßen dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Triebwerke abgestellt sind und die Maschine ihre endgültige Parkposition erreicht hat. Bitte sehr. Ach, behalten Sie sie nur, es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Warten Sie, ich mache das schon. Eine Sekunde. Sehr liebenswürdig. Keine Ursache. So. Ups. Dankeschön. Wenn ich Ihnen jetzt ein bisschen... Ja.
Wie habe ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich's noch? Ein dunkles, unverwundenes, grausames Etwas, das ein schön verbundenes noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt. Bitte? Herr Staatssekretär, würden Sie uns bitte einige Fragen beantworten? Kein Kommentar. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner, Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte. Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne. Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne. Ach. Was heißt ach? Ach. Sie sagten, dass Sie gern ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach. Aha. Ich hätte auch aha sagen können, aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur... Herr Müller-Lüdenscheid... Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal. So. Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne. Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was? Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Müller-Lüdenscheid. Herr Dr. Klöbner, ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich. Na also. Ach, Entschuldigung, aber Sie haben da wohl versehentlich meinen Koffer... Oh, pardon. Wenn Sie erlauben, ich glaube, es ist meiner. Also, ich kenne doch meinen Koffer. Ah, da kommt meiner schon. Verzeihen Sie, aber dies ist meiner. Nein, nein, ich habe schon den anderen durchgelassen. Aber ich versichere Ihnen... Sie müssen sich irren. Ja, Sie haben recht. Bitte verzeihen Sie. Entschuldigen Sie. Moment, aber ich habe doch gerade den anderen Koffer diesem Herrn überlassen. Ja, das mag schon sein, aber ich müsste mich schon sehr irren, wenn das nicht mein Koffer ist. Wenn Sie erlauben, ich sehe gerade, Sie haben da versehentlich meinen Koffer. Könnte es wohl sein, dass Sie meinen Koffer... Oh, das täte mir leid. Aber dann, hallo, darf ich mal Ihren Koffer sehen, bitte? Ja, bitte sehr. Okay. Also meine kenne ich ganz leicht. Ja, jawohl, das muss er sein. Pardon, wenn... Sehen Sie die Druckstelle? Daran erkenne ich ihn unter Tausenden. Es tut mir leid, aber diesen möchte ich jetzt endlich behandeln. Da kommt ja noch einer. Meiner ist verhältnismäßig schwer. Und dabei einen ziemlich langen. Mach kurz aus meiner Augen. Also ich glaube, das... Ah, ja. Ist das Ihr Koffer? Ich glaube nicht. Darf ich mal in diesen Koffer hineinsehen? Hier. Ich hätte ganz gerne mal einen Blick in diesen hier hineingeworfen. Gern. Tja. Das war Ihr Koffer? Ja. Das darf ich mal ganz kurz... Ja, bitte, ja. Sind das Ihre Zeitschriften?
Nein, nein. Aber diese Hemden? Ich hatte noch eine saubere Unterhose, einen hellblauen Slip, das weiß ich genau. Dieser hier? Nein. Da, ja, das ist die. Sind Sie sicher? Ganz sicher, aber dieser Kulturball gehört mir nicht. Zeigen Sie mal. Gehören Ihnen diese Magazine? Nein, nein, aber ich vermisse noch etwas Leibwäsche. Oh, Verzeihung, Sie haben da freundlicherweise meine Hemden. Sehen Sie, mit Namenszeichen. Ach, das ist mir sehr unangenehm. Aus welchem Koffer waren die? Da bin ich momentan überfragt. Gehören diese Zeitschriften Ihnen? Nein, aber sind in Ihrem Koffer halblange Socken, graue Socken, getragen. Wenn Sie selbst nachsehen wollen. Wenn die Herren irgendwo ein braunes Reisenetz ist hier, das könnte es sein. Könnte es dieses sein? Erlauben Sie bitte, ich bin da gerade im Zweifel. Bitte sehr. Hatten Sie eine gelbe Zahnbürste? Das kann ich sehr schlicht sagen, aber das ist mein Aftershave. Sind es 4 getragene und 2 saubere Hemden? Sehen Sie doch mal nach. Da waren doch noch Unterhosen und ein kurzärmeliger Pullover. So stimmt es. Danke Ihnen sehr. Ja, sehr freundlich. Danke sehr. Ich bitte, hier ist er. Oh, danke. Entschuldigung. Durch die Perfektion des modernen Reiseverkehrs sind die Menschen höflicher geworden. Ja, man hilft sich, wo man kann. Das gilt aber nicht nur für Menschen, die sich auf Reisen befinden, sondern auch, und oft in besonders netter Form, für den Mann auf der Straße. Entschuldigung, haben Sie vielleicht mal Feuer für mich? Gern. Ich hatte eine Schachtel Streichhölzer. Die funktionieren wenigstens. Bei Feuerzeugen ist das so eine Sache. Da ist immer entweder kein Benzin drin oder kein Gas oder der Stein ist abgenutzt. Meine Frau hat mir mal so ein Ding geschenkt. Hat nie funktioniert. Sind Sie verheiratet? Nein. 23 Jahre. Da weiß man, was los ist. Wohnen Sie hier in der Gegend? Nein. Sonst geht meine Frau ja einkaufen. Aber sie fühlt sich heute nicht so ganz. Nichts Ernstes, mehr so allgemein. Das Wetter macht ihr auch ziemlich zu schaffen. Und dann letztes Jahr diese Gallengeschichte. Ich weiß genau, ich hatte eine ganz frische Schachtel Streichhölzer. Gott, man wird eben nicht jünger. Bei mir geht's jetzt in der Schulter los. Hier. Entschuldigen Sie bitte. Tag, mein Herr. Bitte schön, was darf ich Ihnen empfehlen? Ich hätte gern ein Glas Bier und den Tagesteller. Bitte sehr. Ich bin ein bisschen in Eile heute. Jawohl, mein Herr. Eine Rindsroulade, der Herr. Oh, danke sehr. Bitte sehr.
Was machen Sie da? Ich lasse etwas kühleres Wasser ein. Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem Heißen. Wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazu nehmen könnte. Das war eine Idee zu viel. Ach. Ich glaube, noch ein paar Tropfen Heißes und man könnte sich einigen. Geht es so? Oh ja, vielen Dank. Oh, bitte sehr. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne Sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma. Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid. Akademiker wollen Sie sein? Also was ist jetzt? Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen. Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen? Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch. Herr Müller-Lüdenscheid. Herr Dr. Klöbner. Also lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein. Nein. Mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht. Sie lassen sofort die Ente zu Wasser. Ich denke nicht daran. Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen. Bitte sehr. Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Ich hatte doch eine Großpackung Streichhölzer gekauft. Halten Sie mal. Nein, lassen Sie nur, wenn es Umstände macht. Nein, nein, ich hab sie gleich. Ist übrigens eine sehr gute Einkaufsgegend hier. Drüben in der Lebensmittelabteilung von dem Einkaufszentrum kriegt man eigentlich alles. Kennen Sie diese Reformflocken? Nein. Ich hatte mir mal vor 2 Jahren in Spanien eine üble Magengeschichte geholt. Waren Sie mal in Spanien? Nein. Da haben die mir sehr geholfen. Ah, die Streichhölzer. Entschuldigung, wenn Sie mir auch etwas Feuer geben können? Sofort. Nein, das sind die Reißnägel aus dem Sonderangebot. Aber warten Sie hier, in der Aktentasche müssten Sie eigentlich... Wir fahren übrigens dieses Jahr nach Mallorca in eine sehr nette Pension mit deutscher Küche. Man will doch im Urlaub nicht ständig an die Verdauung denken. Ich hatte noch so ein Streichholzheftchen. Hier. Das ist meine Gattin mit meiner Schwägerin. Vor 2 Jahren aufgenommen, in Remscheid, vor dem Haus meines Schwagers. Also mehr vor der Garage, der Garten ist nach hinten raus. Gertrud war damals leider etwas ungünstig frisiert. Ich weiß genau, dass ich noch so ein Streichholzheftchen hatte. Naja, dann... Hier, das ist unser Struppi. Also ich sage Ihnen, der versteht jedes Wort. Wenn meine Frau mit ihm spricht, dann hält er über den Kopf so... Haben Sie einen Hund? Nein. Wir haben unseren seit, warten Sie mal, 11 Jahre wohnen wir jetzt in der Sinkelstraße. Das ist gleich hier um die Ecke in der 2. Etage. Jetzt habe ich's. Ich wusste es ja. Ach, da ist keins mehr drin. Aber ich hatte doch noch eins. Streichhölzer können doch nicht spurlos verschwinden. Das Beste ist, man sucht einfach ganz systematisch. Ist das Ihre letzte Zigarette? Ja. Man soll es ja auch nicht übertreiben mit dem Rauchen. Ein Kollege von mir in der Verkaufsabteilung. Es ist doch immer wieder auffallend, wie intelligent sich Männer in verwickelten Situationen verhalten. Ja, die Anforderungen, die täglich an den Mann gestellt werden, zwingen ihn ständig über sich hinauszuwachsen. Dafür sind wir täglich 24 Stunden warmherzig und begehrenswert. Das strengt auch wahnsinnig an. Aber keine Frau möchte mit einem Mann tauschen. Doch, doch, doch.
Warum sollte ich nicht da in der Sofaecke sitzen und diese Ansage machen? Es wäre mir ein Vergnügen. Ist es noch etwas ungewohnt? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Meine Damen und Herren, die Beziehung zwischen... Was ist denn? Ich möchte mich nur ein bisschen frisch machen. Warten Sie, ich komme mit. Entschuldigen Sie, meine Damen. Wollen Sie bitte auf dem Sofa Platz nehmen? Frauen, Männer sind doof. Wem sagen Sie das? Trotzdem, ich wüsste nicht, was wir ganz ohne Frauen täten. Ach was? Ansage. Die Frau steht im modernen Staat nicht mehr abseits. Längst steht sie überall dort ihren Mann, längst ist sie, wie ihr männlicher Kollege, nicht mehr von der Straße wegzudenken. Was ist denn? Sie haben die Parkzeit überschritten. Sind Sie mit einer Verwarnung einverstanden? Das ist gar nicht möglich. Ich habe ja gerade erst ein 10-Pfennig-Stück eingeworfen. Dann war ich drüben in der Bank und bin sofort wieder zurück. Dann hat es wohl ein bisschen länger gedauert. Nein, nein, ich habe nur diesen Umschlag abgeholt. Die zulässige Parkzeit ist überschritten, da die rote Kontrollscheibe seit 20 Minuten im Sichtfenster der Parkuhr sichtbar ist. Dann ist die Parkuhr kaputt. Sie muss kaputt sein. Wenn die Uhr nach Einwurf der Münze zurückrastet, ist sie nicht beschädigt. Aber ich habe eine Münze eingeworfen. Sie haben behauptet, dass die Parkuhr beschädigt ist. Weil ich eine Münze eingeworfen habe und sie nicht zurückgerastet ist. Das ist ja festzustellen. Die Parkuhr ist nicht beschädigt. Sind Sie mit einer Verwarnung einverstanden? Ja. Halt! Das ist überhaupt nicht mein Wagen. Dieser Hund gehört mir nicht. Da! Das ist mein Wagen. War im Moment ganz. Ist ja auch dasselbe Modell. Erst 10 Minuten abgelaufen. Guck mal! Das ist ja wohl nicht möglich. Sind Sie der Wagenbesitzer? Ja. Sie haben die Parkzeit überschritten. Sind Sie mit einer Verwarnung einverstanden? Wir haben nur ganz schnell ein paar Einkäufe gemacht. Hier in unmittelbarer Umgebung. Es kann gar nicht länger als eine Viertelstunde gedauert haben. Wenn die rote Kontrollscheibe im Sichtfenster sichtbar ist, ist die Parkzeit mindestens um 10 Minuten überschritten. Wo ist eine rote Kontrollscheibe? Hier im Sichtfenster. Da ist keine rote Scheibe. Na bitte? Ja, jetzt natürlich nicht. Es ist ja eine Münze eingeworfen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Sie haben ja keine Münze eingeworfen. Wer denn sonst? Ich. Bitte? Diese Herrschaften haben die zulässige Parkzeit überschritten. Darf ich mal Ihren Führerschein und die Wagenpapiere sehen? Wir waren nur 5 Minuten weg. Wenn die rote Kontrollscheibe im Sichtfenster sichtbar wird, ist die Parkzeit überschritten. Aber die rote Kontrollscheibe ist eben nicht im Sichtfenster sichtbar. Ich habe eine Münze eingeworfen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte sich mit diesem Wagen entfernen. Er hatte jedoch in die andere Parkuhr eine Münze eingeworfen. Ach was? Wo hatte der Herr eine Münze eingeworfen? In die andere Parkuhr. In diese. In die andere dort. Und er wollte mit unserem Wagen fahren? Ist Ihnen der unbekannte Verkehrsteilnehmer bekannt? Nein, der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte nur irrtümlich angenommen, die Parkuhr sei beschädigt. Welche? Diese. Aber der Verkehrsteilnehmer hatte seine Parkgebühr ordnungsgemäß in den Münzeinwurf der anderen Parkuhr eingeworfen? Jawohl. Und hatte dann irrtümlich angenommen, der Münzeinwurf dieser Parkuhr sei beschädigt? Er hatte unrichtig behauptet, in diese Parkuhr die Parkgebühr ordnungsgemäß entrichtet zu haben und wollte sich irrtümlich mit diesem Fahrzeug entfernen. Bitte gehen Sie doch weiter, meine Herrschaften. Es war so.
Ich habe eine Münze in den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf eingeworfen, in die er ordnungsgemäß keine Parkmünze eingeworfen hatte, da er in den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf der anderen Parkuhr ordnungsgemäß eine Münze eingeworfen hatte. Durch die deutlich sichtbare rote Kontrollscheibe im Sichtfenster der Parkuhr war ersichtlich, dass der Einwurf der Münze in den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf der Münzparkautomatik im Sinne des § 13 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung nicht erfolgt war. Nach Einwurf der Münze in den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf und Zurückrasten der im Sichtfenster sichtbaren roten Kontrollscheibe war der Fahrzeughalter der ordnungswidrigen Unterlassung des rechtzeitigen Münzeinwurfs in den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf hinreichend überführt. Und ich stellte eine Verwarnung aus im Sinne des § 13. Da sind Sie ja schon wieder. Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner, hören Sie? Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger als Sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? Ehrlichkeit, Toleranz, ja. Mut, Anstand, ja, ja, Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, Zähigkeit, ja. Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Es kommt auf den Charakter an. Aber ich kann länger als Sie. Und das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Dann werden wir es ja sehen. Das werden wir sehen. Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger. Ich auch. Also, eins, zwei, drei. Ist hier jemand? Hallo? Entschuldigen Sie, ist das hier Zimmer 107? Aus der Welt des Mannes nun zurück zu häuslicher Harmonie. Der Kontakt zwischen Familienangehörigen, die weit entfernt voneinander leben, wird nicht mehr allein durch Brief und Telefon aufrechterhalten. Mit einer Videokamera können Sie jetzt glückliche Augenblicke Ihres Familienlebens in Bild und Ton festhalten und dann die bespielte Kassette Ihren Lieben in die Ferne schicken. Aha! Ist das hier richtig bei Tanislavski? Also, Netzschalter auf On, die beiden Tasten Start und Aufnahme gleichzeitig drücken, aber die Kamera erst auslösen, wenn die beiden Herren mit dem Klavier in der Wohnzimmertür erscheinen. Sind wir hier richtig bei Tanislavski? Ja. Hast du verstanden? Ja. Na, dann sag doch was. Wir kommen von der Firma Cervonka. Ich weiß, meine Herren. Dieses Instrument ist ein Geschenk von meiner Mutter, die in Massachusetts lebt, in den Vereinigten Staaten. Es hat also immerhin eine Reise von 8000 Kilometer per Schiff hinter sich. Und wir möchten die Ankunft des Klavieres und die freudige Überraschung im Familienkreise als Film festhalten. Also nicht Film, so Videorekorder. Auf Kassette. Wir haben ein TV-Heimgerät und wir schicken dann die Kassette meiner Mutter in die Staaten. Thomas, läuft das Band? Ja. Also bitte, dann kommen Sie jetzt. Zu gleich! Und wenn Sie den Wohnraum betreten, sagen Sie einfach Guten Tag oder was Sie eben so sagen. Und das Ganze ein bisschen lebhaft, bis es soll fröhlich wirken. Vati, du musst doch hier mit im Zimmer sein. Ich komme. Warten Sie, bis ich jetzt sage. Also Kinder, alles wie besprochen. Muttilein, du klatscht in die Hände und rufst, was ist denn das? So richtig freudig überrascht. Heinz Herbert und Klaus Dieter, schau mal, Opa, das schöne Klavier. Und du, Helga, wie war das? Ein Klavier, ein Klavier. Ach ja, und dann sage ich, Mutter, wir danken dir. Und du, Thomas, achtest drauf, dass das Klavier immer schön im Bild ist. Ja, ja. Jetzt. Läuft das Band? Ja, doch. Sie kommen. Guten Tag. Was ist denn das? Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Halt. Halt, so geht das nicht. Meine Herren werden natürlich angenommen, Sie hätten das Klavier bei sich. Soll es hier rein? Ganz recht, dort an die Wand. Ach, und es wäre vielleicht doch gut, wenn Sie, nachdem meine Frau gesagt hat, was ist denn das, wenn Sie dann sagen würden, das ist ein Geschenk von Frau Berta Panislavski aus Massachusetts. Das ist meine Mutter.
Und du, Helga, du sitzt da so steif. Es muss natürlicher aussehen. Ist doch ein Stück Kuchen. Das gilt auch für euch. So, bitte sehr. Läuft die Kassette? Ja. Guten Tag. Mein Gott, die ruinieren mir ja die ganze Anrichte. Das ist ein Geschenk von Frau von Zwölfter. Muttilein, bitte, du musst dich genau an deinen Satz halten. Was ist denn das, gell? Aber die haben mir die Anrichte verschrammt. Das braucht doch meine Mutter nicht zu wissen. Immerhin schenkt sie uns das Klavier. Also da an die Wand. Herr, wie ist Ihr Name? Finke. Herr Finke, wir müssen die Aufnahme wiederholen. Ah. Und meine Mutter heißt Panislowski, Bertha Panislowski aus Massachusetts. Entschuldigen Sie, dass wir Sie noch mal bemühen müssen, aber für Sie ist es doch auch mal was anderes, gell? Läuft das Band? Ja, doch. Sie können kommen. Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von Frau Bertha Planiplopski. Bau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Nein, 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 nein. Meine Mutter heißt Bertha Panislowski und wohnt in Massachusetts. Bitte, wenn Sie noch einmal hereinkommen würden. Sollen wir denn immer noch Kuchen essen? Ich muss dann auch in die Küche und das Abendessen machen. Wir sitzen jetzt gemütlich am Kaffeetisch und essen Kuchen. Mutters Klavier kommt aus Amerika zu ihrer harmonischen kleinen Familie in Deutschland. Ist das zu viel verlangt? Bitte, meine Herren. Läuft das Band? Jawohl, es läuft. Ich wünsche nicht, dass du in diesem Ton zu deinem Vater sprichst. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von Frau Bertha Panislowski aus Matsche. Wie war das? Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Beinahe. Wir hatten es beinahe. Also bitte noch einmal. Und Herr Fieke, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Namen Massachusetts haben, lassen Sie ihn weg und sagen Sie einfach, dass es eben ein Geschenk von meiner Mutter ist. Mir ist schlecht. Nimm dich zusammen, Junge. Machen wir es nochmal. Thomas? Und herein, bitte. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Schau mal, Oma! Nein, 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 nein. Herr Finke, es ist eben nicht ein Geschenk von Ihrer Frau Mutter, es ist ein Geschenk von meiner Mutter. Von Frau Bertha Panislowski. Also bitte. Und alles ein bisschen lebhafter. Helga, gib doch den Kindern mal ein frisches Klavier. Torte. Ja. Und bitte herein. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Klavier. Ein Geschenk von Bertha aus Panislowski. Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Es war nicht ganz korrekt, aber lassen wir es mal so. Was gibt es heute hier eigentlich? Bitte? Ich meine, nur Musik oder noch irgendwas? Sie befinden sich in einem Konzert. Ah, ja. Wissen Sie, ich habe nämlich in einem Preisausschreiben,
Ich habe nämlich in einem Preisausschreiben von der Firma Salamo, Salamo Bratfett, da habe ich die richtige Lösung eingesandt. Bratfettlos mit Salamo ohne. Möchten Sie einen? Nein, danke. Die Preise Nummer 50 bis 100 waren je eine Eintrittskarte für eine kulturelle Veranstaltung. Man musste die Silben in die richtige Reihenfolge bringen. Da stand nämlich Omonelasa mit Losfettbrat oder so ähnlich. Aber es musste heißen Bratfettlos mit Salamo ohne. Gar nicht einfach. Nein, warten Sie. Es musste heißen Brat ohne Fett mit Salamo Bratfett ohne. Aber es stand da Molasa mit ohne Los Fett Fett Brat Brat. Entschuldigen Sie bitte. Könnte es sein, dass Sie sich im Platz geirrt haben? Nein, nein. Platz Nummer 9. Sehen Sie? Nummer 9. Aber Reihe 14. Dies ist Reihe 15. Das ist der Platz. Ach so. Ja, dann. Ach, behalten Sie nur Platz. Ich steige einfach so hinüber. Würden Sie wohl die Güte haben, Ihren Platz jetzt einzunehmen? Ich hänge an etwas fest. Wo? Im Schritt. Dann machen Sie irgendwas. Wie machen? Hier. Passen Sie auf. Nein, nicht. Bitte nicht. Es ist schon etwas eingerissen. Ihr Bein jetzt so liegen? Das hängt von meiner Hose ab. Entschuldigen Sie, könnten Sie sich wohl etwas kleiner machen? Was machen Sie eigentlich da? Ich bin Preisträger des Salamo-Preisausschreibens. Salamo-Bratfett. Bratfettlos mit Salamo ohne. Man musste die Silben in die richtige Reihenfolge bringen. Es stand da. Monet-Lasa-Brat-Brat. Fett, fett, mit, oder? Nein, warten Sie. Sie setzen sich jetzt sofort auf Ihren Platz. Es geht nicht. Wenn Ihre Hose irgendwo hängt, können Sie auch nicht so einfach weg. Sie essen bei Brahms? Das ist ein Fruchtbonbon mit Vitamin C. Ist das Schubert? Nein. Irgendjemand von einem Bratfettpreis ausschreiben. Ach. Psst. Bum, bum. Hoppla. Machen Sie das sofort weg. Möchten Sie einen frischen? Ich bitte Sie. Moment. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine musikalische Einleitung hat doch immer etwas Erhebendes, besonders in der stillen vorweihnachtlichen Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Der erste Beitrag des heutigen Abends verschafft Ihnen nun die Bekanntschaft von Herrn und Frau Hoppenstedt. Es geht um ein ernstes Thema, die Erwachsenenbildung. Holleri die Dudeljö. Entschuldigung, wie schreibt man die Dudel? Wie man es spricht, die Dudel. Diri di di dudel dö. Diri di di dudel dö. Dudel di dudi. Hollera di dadel do. Hollera di dadel do. Holleri du dödel di. Holleri, du Dödel, di. Diri, diri, Dödel, du. Diri, diri, Dödel, du. Wir wollen versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen.
Bitte, Herr Dr. Sudermann. Hollerie. Hollerie, die Dudel. Dudel. Jö. Jö. Herr von Lilienkron. Hollera. Hollera, die Dadel do. Danke. Frau Hoppenstedt. Hollera, da. Hollerie. Hollerie, die Dudel du. Du dödel die. Hollerie, du dödel du. Du dödel die. Im ganzen Satz. Hollerödel dudel dö. Du dödel die. Dö dudel dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie, du dödel do. Die dudel dö. Du dödel die. Hollahi. Hollerie. Hollerie, dö die. Du dödel. Du dödel die. Und alle bitte. Hollerie, du dödel die. Diri, diri, dudel dö. Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr. Entschuldigen Sie, ich komme von Radio Bremen. Würden Sie wohl so freundlich sein und für unser Frauenjournal ganz kurz ein paar Fragen beantworten? Wenn es nicht zu lange dauert. Wie war Ihr Name? Hoppenstedt. Herr Dr. Vogler, wie erklären Sie sich den ständig wachsenden Zulauf Ihres Instituts? Da haben Sie ganz recht, Herr Schmoller. Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für modernes Jodeln, persönlich ins Leben gerufen. Sie das Jodeln... Bitte? Nein, nein. Das Jodeln, also das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodeldiplom, also mit Jodelabschluss, mit Jodeldiplomabschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Jodeldiplom. Das Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normal-Jodeln ohne Diplom, also ohne Jodelabschluss, Jodeldiplomabschluss. Entschuldigung, du dudel du? Du dödel die. Ah ja. Frau Hoppenstedt, was hat Sie als Frau veranlasst, in eine Jodelschule einzutreten? Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist ja nicht grundsätzlich von Männern gepachtet. Ich meine ja auch finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wenn die Kinder mal aus dem Haus sind oder es passiert irgendwas, dann habe ich nach 2 Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich was Eigenes. Habe ich mein Jodeldiplom. Ich möchte auch als Frau eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und nicht nur am Kochtopf stehen und meinem Mann die Hausschuhe hinterher tragen. Ist Ihr Gatte auch dieser Ansicht? Mein Mann möchte eine echte Partnerin haben, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten entwickelt. Für die Familie, für die Gesellschaft. Hollerie, du dödel du. Die dudel dö. Du dödel die. Da ist mein Mann. Herr Schmoller. Und Michel. Angenehm. Angenehm. Sie jodeln mit meiner Frau? Nein, ich bin von Radio Bremen. Ach, meine Frau jodelt beruflich. Herr Schmoller hat gerade ein Interview für den Frauen... Sie studiert hier Jodeln an der Fachschule für Jodeln. Ich habe gerade mit Ihrer Frau... Und macht dann in 2 Jahren Ihr Jodeldiplom. Das habe ich eben... Dann ist sie selbstständig. Eine Frau sollte heutzutage eine abgeschlossene Ausbildung haben und auf eigenen Füßen stehen. Ich habe das... Man braucht als Mann eine Partnerin, eine Frau mit eigenem Lebensbereich. Ja, ja. Sie muss ihre persönlichen Fähigkeiten entwickeln, damit sie was Eigenes hat. Ja. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann hat sie ihr Jodeldiplom, dann hat sie was Eigenes. Tja, dann also... Die tun immer so, als wüssten sie alles. Ich habe ihm das alles doch eben. Du solltest mich vor allem nicht unterbrechen, wenn ich einem Herrn was mitzuteilen habe. So, ich muss los. Entschuldigen Sie, benötigen Sie einen Weihnachtsmann? Nein, vielen Dank. Für die Familienfeier, die Betriebsweihnacht. Ich bin Student. Ich kann mein Studium nur beenden, wenn ich... Bevor wir Familie Hoppenstedt in ihrem Heim besuchen, nehmen wir an der Vertreterkonferenz einer namhaften Herstellerfirma für Haushaltsgeräte teil und wir erfahren, wie eng doch oft auch die im Haushalt tätige Ehefrau mit dem Berufsleben ihres Mannes verbunden ist. Unsere Produkte, in erster Linie der Saugblaser Heinzelmann HM22, sind seit Jahren in der Haushaltsstahlwarenbranche führend. Die Tatsache, dass unsere Umsätze stagnieren, im Raum Hannover sogar rückläufig sind, gibt zur Besorgnis Anlass. Herr Direktor Bockmüller, wir befinden uns im Weihnachtsgeschäft. Das ist mir bekannt. Und unsere Verkaufstaktik, den Saugblaser Heinzelmann im Arbeitsbereich der Hausfrau mit dem Arm in der Binde als bedienungsfreundliches Einhandgerät vorzuführen, hat die Hausfrau überzeugt. Herr Leisner, der Saugblaser Heinzelmann fehlt zurzeit in Goslar, Göttingen und Braunlage. Meine Herren, ich schlage vor, eine konzertierte Aktion schwerpunktmäßig auf den Saugblaser Heinzelmann anzusetzen. Ausgehend von den Vertreterberichten ab Juli 1976. Herr Jürgens, Sie haben ja alle Unterlagen. Es genügen zunächst die wichtigsten Daten. Ich
Mir liegt das Material im Moment nicht vor. Es befindet sich zur Überarbeitung in meiner Privatwohnung. Aber ich könnte mir die Daten telefonisch durchgeben lassen. Das wäre sehr freundlich. Hallo? Ach, Püppilein, du bist's. Hier ist der Papi. Holst du mal die Mami? Das war meine Tochter. Hallo, Elke. Ach, bitte sei doch so freundlich und hole die grüne Mappe mit der Aufschrift Eilt an den Apparat. Sie liegt auf meinem Schreibtisch. Ja? Nicht? Sie muss da liegen. Oder unter dem Garderobenspiegel. Bitte? Auch nicht? Dann kann sie nur auf dem Telefonbuch neben der Durchreiche sein. Bitte? Bitte sei doch so lieb und... Ja. Ja. Ja, ja. Papi hat seine Schulmappe zu Hause gelassen und Mami muss sie ihm hinterher tragen. Ich sitze mit den Herren von... Mausepeter, ich habe beide Arme in der Wäsche. Ja. Ich rufe dich in einer halben Stunde zurück. Wir benötigen jetzt die Verkaufsunterlagen Herbst 76. Ja, ja, Liebchen, aber deine eingegipsten Herren müssen sich eben mal ein Momentchen gedulden. Wir benötigen... Ohne dich läuft das sowieso nichts. Liebchen... Das sagst du doch immer, nur zeig's ihnen mal. Bitte? Oder lad sie für nächste Woche zum Essen ein. Ja. Sitzt da der ganze Außendienst zusammen? Ja, wir benötigen vor allem... Auch der Dicke mit der karierten Krawatte? Wie heißt der doch? Böhmkutter oder Bumsköter? Heißt der wirklich Bumsköter? Hallo? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Bringt Direktor Bockmüller wieder seine Gattin mit, die fette Schnecke? Meine Frau Liz, wir laden... Wir hätten Sie gern zum Abendessen bei uns. Nächste Woche. Es gäbe Schnecken. Fette Schneck. Zurück zur Familie Hoppenstedt. Da Frau Hoppenstedt neben ihrer Berufsausbildung für eine vierköpfige Familie sorgt, hat sie, wie alle Hausfrauen, am Vormittag wenig Zeit. Eben betritt sie das Treppenhaus. Sie wünschen, wenn ich Sie einen Augenblick privat sprechen darf. Ich komme mit einer großen Überraschung für die Feiertage. Blümel ist mein Name, wenn ich Sie einen Augenblick privat sprechen darf. Ist was passiert? Frau Hoppenstedt, ich habe eine große Überraschung für die Feiertage. Das passt mir heute überhaupt nicht. Die Firma Palhuber und Söhne schenkt Ihnen 6 Flaschen Qualitätswein aus Deutschland und Frankreich. Nach Ihrer Wahl. Die Firma Palhuber und Söhne möchte Ihnen aus Anlass der bevorstehenden Feiertage eine Freude bereiten. Wenn Sie jetzt kosten wollen. Nein, nein. Nehmen Sie erst diesen. Nein, den zuerst. Ja. Von deutschen Sonnenhügeln frisch auf den Tisch. Eine 77er Oberföhringer Vogelspinne, abgezapft und original verkorkt von Palhuber & Söhne. Was spüren Sie auf der Zunge? So ein pelziges Gefühl. Falsch. Die Oberföhringer Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische. Tja, und jetzt mal diese beiden. Der 75er Klöbener Krötenpfuhl und ein 74er Humpfheimer Jungferngärtchen. Abgezapft und original verkorkt von Palhuber & Söhne. Wohlsein. Ich weiß nicht. Und noch einmal den zum Vergleich. Sie müssen ihn unter die Zunge kriegen. Schmeckt alles wie der erste. Falsch, wie der zweite. Das ist es. Das ist Qualität. Einer wie der andere. Und schmeckt er auch nach Korken? Mein Mann fragt immer, ob er nach Korken schmeckt. Hab ich gerade probiert. Können Sie sich drauf verlassen. Also, ich darf mal notieren. Je 12 Flaschen Oberföhringer Vogelspinne, Bacharacher Trockenes Domtal, Klöbener Krötenpfuhl und Hupfheimer Jungfergärtchen.
abgezapft und original verkorkt von Palgover & Söhne. Und die kriege ich geschenkt? Bei Abnahme von je einem Karton Qualitätswein erhalten Sie je eine Flasche kostenlos. Wenn Sie hier unterschreiben wollen. Entschuldigen Sie. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hoppenstedt. Sie sind die erste Hausfrau, die sich von den sensationellen Eigenschaften unseres Einhand-Saugblasers Heinzelmann persönlich überzeugen kann. Da kommen Sie leider sehr ungelegen. Ist das der Wohnraum? Oh, Sie haben Besuch. Das ist Herr Blümel. Angenehm. Jürgs ist mein Name. Sie haben ein sehr gepflegtes Heim, nee, Frau. Das macht viel Arbeit. Und wie ist es mit der Frisur? Sehen Sie, die kommt zu kurz. Die Auslegeware wird gesaugt. Und wann wird das Haar geföhnt? Keine Zeit. Alle Hände voll zu tun. Das ist vorbei. Für unseren Saugblaser Heinzelmann brauchen Sie nur eine Hand bei doppelter Leistung. Der Saugblaser Heinzelmann pflegt den Raum und pflegt das Haar. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Die durch den Saugstutzen angesaugte Luft wird im Filter gereinigt, vorgewärmt und bläst durch den Blasstutzen in die Trockenhaube auf Ihr Haar. Darf ich? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Spüren Sie, wie wohl es Ihrem Haar tut? Und wie nimmt man die Haube ab? Einfach nach oben. Erlauben Sie. Ah ja. Gut, dass das jetzt passiert, wo ich gerade da bin. Gut, dass es jetzt passiert. Ich sehe mal nach, woran es liegt, gell? Zwischenzeitlich erlaubt sich die Firma Palgover & Söhne, Ihnen einen vollmundigen Burgunder anzubieten. Damit die Blume sich entfaltet. Hopsa. Das ist Burgunder und das ist Bordeaux. Herr Jürgens, Sie sollten sich auch einmal von der Leistungsfähigkeit unserer Firma überzeugen. Ich trinke sonst nur abends eine Kleinigkeit. Bedienen Sie sich! Diese Weine haben die Sonne angefangen. Wohlsein! Abgezapft und original verkorkst von Palgover & Söhne. Den Blasstutzen und den Schlauchstecker in die Schlauchnut. Die Schlauchnut schieben. Ich mach uns ein Verschnittchen. Mit Ei. Mit Ei und Wurst. Mit Ei und Wurst. Den Schlauchstecker durch die Filterhaube ziehen. Da bin ich wieder. Ein hübsches Kind. Entschuldigen Sie bitte. Schober ist mein Name. Ich komme von der Allgemeinen Hannoverschen Lebens- und Krankenversicherungs GmbH. Blümel. Angenehm. Ach, was? Bitte nehmen Sie doch Platz. Komm, die Gigi schön spielen. Nee, Frau, Sie haben Tarif B12 mit Tagegeld und A3 Zahnersatz. Da wird Sie eine kleine Kostprobe deutscher Qualitätsweine interessieren. Übrigens ist dieses Gerät auch in Silbergrau und Russisch-Grün lieferbar. Ich muss nur noch den Schlauchstecker in die Schlauchnut schieben. Muss ich denn jedes Mal, wenn ich sauge oder saugblase, den Schlauchstecker in die Schlauchnut schieben? Wie Sie wünschen, Gnädefrau. Wohlsein. 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 Dicky, guck doch mal ein bisschen Fernsehen. Advent. Es naut die Blacht. Verzeihung. Advent, es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltännleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu,
erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase 2, 3, 4 Mal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf 4, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die 6 Pakete, heilger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Sei kein Frösche, Jungs. Mein ich liebe Mann, den Saugblaser Einzelmann. Weil Mann. Ich den Saugblaser liebe und den Einzelmann. Herr Schober ist kein Frosch. Frau Hupsch ist die Frau, sind kein Frosch. Und nein, ich bin kein Frosch. Kein Frosch. Frau Hoppenstedt will was sagen. Meine Herren, nicht nur der Mann hat das Recht auf eine sinnvolle Tätigkeit. Auch ich als Frau habe Anspruch darauf, ein Glied zu sein in der Gesellschaft. Ein selbstständiges Glied, das auf eigenen Füßen steht. Ein eigenes Glied. Wohlsein. Wohlsein. Das ist mein Mann. Herr Blüme, Herr Jürgens, Herr Schuber. Die Hannoversche Allgemeine, die Allgemeine Hannoversche Lebens- und Krankenversicherung GmbH. Ich bin kein Frosch. Die ehrt sich Ihnen die allgemeinen Hannoverschen Lebens- und Krankenversicherungstarife nach der Anzahl. Sie haben so wundervolles Haar. Es saugt und bläst der Heinzelmann. Wo Mutti sonst nur blasen kann. Sei kein Frosch. Nach diesem Vorfall ist das Verhältnis zwischen den Ehegatten etwas gespannt. Glücklicherweise befindet sich Opa, der in der Familie lebende Vater von Herrn Hoppenstedt, außer Haus. Ach, ist das gemütlich bei uns. Opa macht Weihnachtseinkäufe in einem Spielwarenladen. Wer ist der Nächste? Ich hätte gerne so ein kleines... Haben Sie Spielzeug für mein Enkelkind zu Weihnachten? Und was darf es da sein? Es muss ein bisschen was... Wie alt ist denn das Kind? Ungefähr so. Ein Junge oder Mädchen? Tja. Na, Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt. Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Und es ist ein Mädchen? Nee. Also ein Junge? Nee. Ja, was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen. Wie ist es denn angezogen? Hosen. Blaue Hosen. Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen. Nein. Wozu denn? Sagen Sie mal, was für ein Laden ist denn das hier eigentlich? Ich bitte Sie. Ich hatte den Herrn nur gefragt, ob sein Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn Ihr Enkelkind ein Zipfelchen hat, wüsste man... Zipfelchen? Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen. Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern, ein anständiges Zuhause und Zucht und Ordnung.
Also haben Sie nun Spielzeug für anständige Kinder oder nicht? Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Es ist wirklich etwas für die ganze Familie. Hier ist die Spielanleitung und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, Uranstab, Kühlsystem, Neutronenbeschleuniger und die Sicherheitskuppel. Und was ist das? Das sind Bäume, Häuser und Kühe für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet. Kann das auch richtig explodieren? Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fahren um und die kleinen Häuser und Bäume. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es mitnehmen? Jawohl! 64,50 Mark. Sie bekommen es original verpackt. Nehmen Sie auch Spielgeld? Nein. Stimmt so. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und viel Freude an dem schönen Spiel. Großväter haben eben oft dank langjähriger Erfahrung einen guten Kontakt zum Enkelkind und wissen, was ihm Freude macht. Ich habe alles verstanden. Wissen, was ihm Freude macht. Wer weiß, wer wem was macht? Das Kind. Das Kind weiß, wem es was macht, dem Enkel, dem Vater, dem Großvater. Jedenfalls bleibt Opa Hoppenstedt heute Abend zu Hause. Herr und Frau Hoppenstedt befinden sich mit guten Freunden zum Abendessen in einem Restaurant mit feinster Küche. War das köstlich. Ganz ausgezeichnet. Der darf nicht umkommen. Herr Preul, Sie müssen noch von den Böhnchen vielen Dank, nehmen. Vielen Dank, Hoppenstedt. Räumlich unmöglich. Oh. Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Preul. Wünschen die Herrschaften noch ein Dessert? Etwas Süßes in Ehren kann niemand verwehren. Was gibt es denn Schönes? Flambierte Himbeeren, Creme Karamell und Birne Helene. Köstlich. Ich hätte gern eine Creme Karamell. Das nehme ich auch. Sie hatten doch immer so eine Spezialität. Kosakenzipfel. Kosakenzipfel, das ist das Größte. Den müssen Sie probieren. 2 Kosakenzipfel. Kosakenzipfel? Das ist ein Mokka-Trüffelparfait mit einem Zitronencreme-Bällchen. Hervorragend. 2 Creme Karamell, 2 Kosakenzipfel. Ach, was werden wir heute verwöhnt. Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Preul. Es sind nun 5 Jahre her, dass meine Gattin und ich, Ihre Gattin und Sie, auf dem Campingplatz in Klagenfurt kennengelernt haben. Und dass wir, dass uns, jawohl, so etwas wie eine Freundschaft verbindet. Und das ist ein Grund zum Feiern. Und ich möchte, und wenn wir jetzt das Glas erheben, ich meine, wir sollten das förmliche Sie, also ich heiße Walter. Bravo. Bravo. Lieselotte. Erich. Roswitha. Walter. Lieselotte. Roswitha. Erich. Walter. Es tut mir leid, aber wir haben leider nur noch einen Kosakenzipfel. Oh, dann nimmst du ihn, Walter. Kommt nicht in Frage, Erich. Dann wird eben brüderlich geteilt. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Also, einen Kosakenzipfel. Sehr wohl. Und du stehst in der Berufsausbildung, Lieselotte? Ja, 2 Jahre Jodelschule. Sehr vernünftig. Dann habe ich mein Jodeldiplom. Sehr vernünftig. Dann habe ich wirklich was Eigenes. Und du bist unabhängig. Erich, deine Frau ist doch vormittags auch berufstätig. Ja, Roswitha reitet 3-mal die Woche. Toll. Auch als Frau braucht man eine sinnvolle Aufgabe. Zu Hause komme ich mir völlig überflüssig vor. Und Reiter werden ja immer gebraucht. 2 Creme Karamell. Und ein Kosakenzipfel. Köstlich. Der sieht gut aus. Vielen Dank. Fang doch an, Erich. Nein, nein. Ich bestehe darauf. Also gut, weiter. Genau bis hier. Ach, ist das gut. Köstlich. Walter, du musst mal probieren. Danke, danke. Ich bin ja gleich dran. Na, dir schmeckt's aber, Erich. Lass ihn doch. Vorzüglich. Genau die Hälfte. Naja, genau die Hälfte. Also abgewogen habe ich es nicht. Die Hälfte war ausgemacht. Willst du damit sagen, dass ich dich übervorteilt habe? Nein, nein. Es klang aber so. Mit seinem Kosakenzipfel versteht Walter keinen Spaß. Und wo ist das Zitronencremebällchen? Vielleicht habe ich es versehentlich verschluckt. Versehentlich? Es gab nur noch einen Kosakenzipfel und den wollten wir teilen. Also auch das Zitronencremebällchen. Dafür habe ich weniger von den Mokka-Trüffeln genommen. Weniger?
Hier wäre die Hälfte gewesen. Wäre. Wo? Hier. Aber diese Hälfte ist dicker. Sie ist dicker als die, die ich gegessen habe. Erich. Du kannst ja gar nicht beurteilen, wie dick die Hälfte war, die nicht mehr da ist. Walter, nur lass doch. Aber ich kann beurteilen, wie dick die Hälfte ist, die noch da ist. Offensichtlich kannst du das eben nicht. Ich bitte dich, Erich. Du hast doch darauf bestanden, dass ich den Kosakenzipfel teile. Weil ich dummerweise mit deiner Zuverlässigkeit gerechnet habe. Nein, weil du damit gerechnet hast, dass ich mir aus Höflichkeit die kleinere Hälfte nehmen würde und du dann die größere kriegst. Das ist doch aber nicht mit mir. Erich, wie kannst du so etwas sagen? Nicht mit mir. Ihr verderbt uns den ganzen Abend. Sie haben mir vom Kosakenzipfel kaum was übrig gelassen. Sie haben mir das Zitronencremebällchen weggegessen und wagen es noch. Ich wage es zu behaupten, dass Sie mich übervorteilen wollen. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die ich mir in dieser Form verbitten möchte. Und den zweiten Kosakenzipfel, Ihr Herr? Na Gott sei Dank. Herr Ober, Sie werden bestätigen können, dass dies doch wohl die Hälfte von diesem Kosakenzipfel ist. Bitte? Halt, antworten Sie nicht. Sie sind durch die infame Art der Fragestellung schon beeinflusst. Die Frage ist die. Wäre eine Hälfte der zwei gleich großen Hälften von diesem Kosakenzipfel größer als diese kleine Hälfte? Oder diese absolut gleich große Hälfte. Oder wäre die kleinere Hälfte... Diese gleich große Hälfte. Wäre diese Hälfte etwa größer als eine von den beiden gleich großen Hälften? Den Kosakenzipfel habe ich eben serviert und den anderen vorhin. Wohl sein. Wohl sein. Kann man hier wohl noch ein vernünftiges Gespräch führen, ohne ständig unterbrochen zu werden? Ich verbiete Ihnen, in diesem Ton mit meiner Frau zu sprechen. Dann erlauben wir uns zu gehen. Die Rechnung bitte. Gestatten Sie? Bitte sehr. Man soll eben auf Campingplätzen keine Bekanntschaften machen. Sie haben uns doch zuerst angequatscht, um Sie von Ihrem besoffenen Gatten loszueisen. Nein, weil Ihr sauberer Herr Gemahl dieser Camping-Casanova hinter allem erst was Beine hat. Entschuldigung, benötigen Sie einen Weihnachtsmann? Ich bin Student. Jodelschnöpfe! Winselstute! Rette! Nur noch wenige besinnliche Tage. Ach, könnte der Adventskranz eine Kleinigkeit nach rechts? Ja, danke. Nur noch wenige besinnliche Tage... Wenn der Adventskranz jetzt wieder ein bisschen... Ja, danke. Nur noch wenige besinnliche Tage, könnte der Adventskranz nicht einfach etwas tiefer? Ich fand es vorher feierlicher. Ja, und höher? Geht er nicht höher? Ja. Nur noch wenige besinnliche Tage trennen uns vom Fest. Und schon verleben wir den Weihnachtsabend im Kreise unserer Familie Hoppenstedt, die uns so sehr ans Herz gewachsen ist. Hatte ich noch irgendwelchen Text? Nein. Ah ja. Früher war mehr Lametta. Dies Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Naturfrisch und umweltfreundlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter. Erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir Fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. Dicky, wirst du wohl in deinem Zimmer bleiben, sonst wird der Weihnachtsmann ganz böse. Früher war mehr Lametta. Dies Jahr ist der Baum grün und umweltfreundlich. Fröhliche Weihnachten. So, Kinder, es geht los. Opa, hilf mir jetzt ein bisschen und Vati knipst den Baum an. Ja, doch. Fröhliche Weihnachten. Was? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Dicky, wo steckst du denn? Fröhliche Weihnachten, mein Schatz. Fröhliche Weihnacht. Hopsa. So. Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Nein, das nicht. Jetzt wird ausgepackt. Ja, wer mag denn das wohl sein? Herein! Na, Dicky? Dicky! Schau mal, wer der ist. Opa! Ich will jetzt mein Geschenk haben! Hier ist dein Geschenk, Opa. Und jetzt sei ein bisschen gemütlich. Schau mal, Walter, ein Heinzelmann-Saugblaser, original verpackt.
Eine Krawatte. Damit du deine Lieblingsplatte immer schön in deinem Zimmer spielen kannst. Kinder, seht euch den Baum an. Eine Krawatte. Die Opa. Ich will meine Platte spielen. Du suchst dir jetzt sofort eine andere Steckdose. Sei doch nicht so ungemütlich. Eine Krawatte. Ach, Kinder, ist das gemütlich bei uns. Frau Direktor Bartels, Sie sind... Ich leite das führende Unternehmen der Geschenkartikelbranche und habe mir die Frage gestellt, weiß überhaupt jemand, was er seinen Lieben auf den Gabentisch legen soll? Niemand weiß das, gell? Und da haben Sie einen... Da habe ich den Bartelschen Familienoriginalbenutzer herausgebracht, gell? Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? Ah ja, famos. Wirklich wunderhübsch, Knefrau. Und was kann man, wie soll man, ich meine, wozu... Bitte? Ich meine, wie benutzt man den Familienverwender? Familienbenutzer, Herr Rösner. Familienoriginalbenutzer, gell? Ah ja, Originalfamilien... Es ist ein Artikel, der schon durch seine gefällige Form anspricht. Er ist formschön, wetterfest, geräuschlos, hautfreundlich, pflegeleicht, völlig zweckfrei und gegen Aufpreis auch entnehmbar. Ein Geschenk, das Freude macht. Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? So, so. Er ist also im weitesten Sinne als Familiengebraucher... Benutzer, Familienbenutzer, das sagte ich Ihnen doch schon, gell? Ich wollte ja auch eben sagen... Man benutzt den Familienverwender weniger als Gebrauchs... Sie sollen den Familienbenutzer als Benutzer gebrauchen. Mein Gott, drücke ich mich denn so undeutlich aus? Ich fragte ja auch nur, ob die Benutzung des die Verwendung des Familienbenutzers nur für den Familiengebrauch oder... Was? Ob Sie den Familienoriginalbenutzer nur als Familienbenutzer benutzen oder ob beispielsweise auch im Freundeskreis ein Gebrauch des Benutzers... Herr Rösner, ich befinde mich hier in einer Anstalt des öffentlichen Rechts und lasse mich nicht in dieser Weise von Ihnen provozieren, gell? Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu wiederholen, jeder halbwegs gebildete Mensch kann den Familienoriginalverwutzer bewenden, aber nicht als Bewender verwutzen, gell? Ah ja. Vielen Dank, Frau Direktor Bartels. Bitte, bitte. Opa, guck dir doch lieber den Baum an. Tu ich ja. Spielt Vati jetzt wohl mit Dicky das schöne neue Spiel? Schau mal, Dicky, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da sind Bäume und Häuser und Kühe. Die möchten gerne ein schönes Atomkraftwerk haben. Und da bauen wir es hin. Ach, wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre. Das ist der kleine Neutronenbeschleuniger. Das ist die Brennkammer. Dicky, nicht die Kuh umwerfen. Und jetzt setzen wir diesen winzigen Uranstab ganz vorsichtig in die Brennkammer und die Sicherheitskuppel obendrauf. Fertig. Darf Mutti auch mal zugucken? Wenn wir was falsch gemacht haben, dann soll es jetzt Puff machen. Wieso Puff? Mein Gott, das macht eben Puff. Dann fallen alle Häuser um und alle Kühe. Fantastisch. Aber es macht nicht Puff. Es hat Puff gemacht. Entzückend. Familie Hoppenstedt wünscht frohe Feiertage. Muss das sein? Jawohl, es muss sein. Das ist nämlich ein Kinderspiel und Weihnachten ist das Fest des Kindes. Komm, wir decken was drüber. Vati, wir sind stolz auf dich. Ich habe keine Lust, mich Heiligabend mit diesen Spießern rumzuärgern. So, Kinder, jetzt machen wir es uns gemütlich. Erst wird aufgeräumt. Und du gehst jetzt ins Bett, Dicky, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
Wir tun einfach alles ins Treppenhaus. Mal sehen, ob die Luft rein ist. Hallo? Benötigen Sie einen Weihnachtsmann? Kandidat 13 ist mein prominentester Klient. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass er anonym bleiben möchte. Er ist Ende 50, aber wesentlich jünger aussehend. Ein Kavalier alter Schule mit großem Grundbesitz und Barvermögen. Er ist ein leidenschaftlicher Naturliebhaber und Jäger. Ernsthafte Interessentinnen, die glauben, seinen berechtigten Ansprüchen gerecht zu werden, haben Gelegenheit, ihn jeden Sonnabendmorgen gegen 6.30 Uhr beim Eingang zum Jagen 3 kennenzulernen. Erkennungsparole, wenn der Bock die Rieke treibt. Wenn der Bock die Rieke treibt? Wenn der Bock die Rieke treibt? Wenn der Bock die Ricke treibt? Bitte? Wenn der Bock? Ja doch. Meine Ricke? Ach, dann sind Sie wohl der... Bröse, Klaus-Günther Bröse. Ich bin Evelyn Hausherr. Ich bin Anlageberater und Jäger. Ich jage das Wild. Ach. Und ich dachte mir, es würde Sie vielleicht interessieren, mit mir durch den Flur, durch Wald durch meinen Wald und Flur mit mir streifen würden. Gern. Ich habe mir gedacht, wir gehen zunächst ein paar hundert Schritte durchs Gehölz, verfolgen die Spur eines triebigen Bockes und beobachten dann die Paarung des Dammwildes. Das klingt ganz gut. Oder machen Sie sich nicht das Dammwild? Doch, doch. Wirklich? Naja, am liebsten mag ich Fisch. Fisch? Kabeljau in grüner Soße. Kabeljau. Und Sie? Hochseefische sieht man verhältnismäßig selten hier im Revier. Ach so. Evelyn? Ich muss Ihnen was gestehen. Ja? Ich war heute Morgen so eilig, weil es ja noch so früh war.
Und da hatte ich... Da war keine Zeit mehr fürs Frühstück. Und jetzt... Jetzt möchten Sie etwas zu sich nehmen? Vielleicht gibt's hier irgendwo eine... Meine Waldgaststätte? Ich habe eine kleine Mahlzeit für uns vorbereitet. Oh, ich liebe Picknick. Da. Wo? Hier. Das ist die Losung eines vierjährigen Rammlers. Ach. Und was ist ein Rammler? Ein Karnickelbock. Und das ist das Gelege eines Karnickelbocks? Nein, die Losung. Ein Gelege sind Eier. Ach ja. Es handelt sich also hier nicht um die Eier eines Karnickelbocks, sondern um die Losung des Rammlers. Also mehr um... Ja, um die Verdauung des... Ja. Da wäre ich nun glatt dran vorbeigelaufen. Die Natur hält so vieles für uns bereit. Sie ist wie ein gedeckter Tisch. Sie haben aber auch an alles gedacht. Das Leben in der Natur ist eine gute Schule. Ja. In der Brunftzeit bevorzuge ich kräftige Nahrung. Ach. Man sollte viel öfter draußen essen. Das ist der Schlag einer triebigen Drossel. Irgendwie hat man im Freien das Gefühl, dass der Appetit, der gesunde Appetit, also der Hunger, was Gesundes ist. Das Eidotter der Kohlmeise ist kleiner als das des Buchfinks. Sie machen das sehr geschickt. Im Umgang mit der Natur lernt man vieles. Essen Sie häufig im Freien? In letzter Zeit weniger. Der Rammler nimmt auch in der Paarungszeit nur rein pflanzliche Nahrung zu sich. Möchten Sie einen Schluck Tee? Oh ja, vielen Dank. Gehen Sie immer in den Wald zur Paarung? Das ist nun weit mehr heißen Hütten. Ah ja. Und das Damenwild läuft hier einfach so rum und lässt sich dabei beobachten? Nur, wenn man es lockt. Ich ahme dem Brunftruf der Hirschkuh nach, dadurch wird der Platzhirsch angelockt. Ach, nein, lassen Sie nur. Sie sollten das jetzt nicht. Das Wild will doch sicher auch seine Ruhe haben. Herr Bröse, wer will denn schon in der Brunftzeit beobachtet werden? Wenn nun plötzlich... Es kann doch sein, dass der Dammwirt wild will. Dass das Dammwild wild wird. Sie brauchen keine Angst zu haben, Evelyn. Das Wild spürt die Überlegenheit des Menschen. Also nicht des Menschen, des Jägers, meine ich. Aber wenn das Wild nun... Psst! Aber wenn das Wild nun nicht weiß, dass Sie gerade hier sind, Herr Bröse. Sehen Sie eine... Eine triebige Hirschkuh? Legen Sie sich neben mich! Herr Bröse, Ihr Lockruf galt ja wohl mehr dem weiblichen Dammwild. Psst! Ich bin nämlich keine Hirschkuh. Evelyn, Sie müssen... Ich muss gar nichts. Legen Sie sich flach auf den Bauch. Nun hören Sie mal zu, Herr Bröse. Es ist früh am Morgen. Die triebige Drossel hopst aus dem Nest, die Rammler werden verlost und die Natur hat ihren reichen Tisch gedeckt. Ja, es ist Brunftzeit, Herr Bröse, aber ich will mich nicht paaren. Yeah.
sieht nicht aus wie eine Hirschkuh. Psst, da drüben ist mein Hochsitz. Von dort aus haben Sie bessere Sicht. Ich springe zuerst und hole Sie danach. Bleiben Sie ganz ruhig. Ihre Flinte? Bringen Sie sie mir nach. Sie dürfen keine Angst zeigen. Kommen Sie jetzt ganz ruhig und geben Sie mir die Büchse. Welche Büchse? Ich habe keine Büchse. Mein Gott, Sie haben sie doch in der Hand. Nun schreien Sie doch nicht so. Woher soll ich denn wissen, wie Ihr Schießprügel heißt? Aber Sie wollen doch wohl jetzt hier nicht rumballern. Ich muss Sie bitten, mich in der Ausübung meiner Pflichten als Jagdherr nicht zu behindern. Vor dem Schuss wird der mit dem rechten Daumen der rechte Hahn. Mit dem rechten Daumen der rechte Hahn. Na dann, Gutholz. Evelyn? Herr Bröse? Nur der Jäger findet Gelegenheit, sich auf diese Weise mit der Natur zu vermählen. Was machen Sie denn hier? Sie befinden sich abseits der öffentlichen Wege in meinem Gehölz. Wie ist Ihr Name? Sie werden noch von mir hören! Herr Bröse, ich weiß nicht, was Sie mir noch alles zeigen wollten, aber ich möchte jetzt ganz gern Ihr Gehölz verlassen. Wie Sie wünschen. Können wir denn nicht aufrecht gehen? Noch nicht! Muss ja auch nicht sein. Es tut mir nur leid, dass ich nicht zum Schuss gekommen bin. Mir nicht, Herr Bröse. Entschuldigen Sie bitte, aber mir nicht. Und unser kleiner Unfall beruht auf einer äußerst unwahrscheinlichen Verkettung von Zufällen. Ach was? Die Sicherheit und der hohe Stand der Technik im Hochsitzbau lassen ein Versagen weder theoretisch noch praktisch zu. Ja, ich weiß. Ein Hochsitz kippt nur alle 100.000 Jahre um. Das hätten wir also hinter uns. Aber ich wage kaum mir vorzustellen, was ich mit Ihnen noch alles vor mir hätte. Nur an der Seite eines reiferen Menschen sollten Sie auf Ihrem Weg durchs Leben gehen. Gehen? Ich weiß nicht, ob Sie das schon bemerkt haben, aber der Weg durchs Leben an Ihrer Seite, Herr Bröse, verläuft rückwärts auf dem Bauch. Das ist vielleicht eine Gewohnheitssache, aber das macht mich nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf, ob er nun die Ricke treibt oder nicht. Klappen Sie mal Ihren Hochsitz auf, vermählen Sie sich mit der Natur oder der triebigen Drossel und ich paare mich wieder mit meiner Schreibmaschine. Ich glaube nicht, dass ich Sie noch einmal in mein Revier bitte. Und ich stoße da irgendwo an. Aha. Einen schönen Tag noch, Herr Bröse. Sonst haben Sie mir nichts zu sagen. Das Ei, das an der Kohlweise ist kleiner als das des Kuhfeigen. Wie ist Ihr Name? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, überall in der Welt wird heute der Heilige Abend gefeiert. Sicher brennt auch bei euch das Bäumchen und viele schöne Geschenke werden ausgepackt. Darum hat sich das deutsche Fernsehen eine hübsche Überraschung ausgedacht. Ja? Ach was. Ja. Also heute ist nicht Heiligabend. Vielmehr ist heute der 17. August. Jedenfalls ist das eine schöne Bescherung. Und darum hat sich das deutsche Fernsehen eine Überraschung für Sie ausgedacht. Weihnachten mit Loriot. Es sind ja nur noch 128 Tage und Sie wollen Ihre Geschenke ja auch nicht im letzten Moment besorgen.
Und Tannenbäume sind jetzt billiger und saftiger im Grün. Und außerdem wollen wir allen jenen Zuschauern, die im Dezember in den Süden fahren und auf ihre deutsche Weihnacht verzichten müssen, Gelegenheit geben, heute Abend ein bisschen vorzufeiern. Also dann frohes Fest. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Gast im Studio begrüßen wir heute Herrn Dr. Sommer, den Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven und seinen besten Freund und Schüler. Herr Dr. Sommer, Sie erteilen diesem Hund seit Jahren Sprachunterricht. Jawohl. In deutscher Sprache. Richtig. Und Ihre Bemühungen hatten Erfolg. So ist es. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen wie ein Mensch? Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen. Ja, ja, aber sagen Sie doch, was er sagen soll. Na, zum Beispiel den Namen von irgendeinem berühmten Schauspieler. Irgendeinen. Wie heißt denn dieser Blonde? Heinz Rühmann? Nein, der andere. Kurt Jürgens? Nein, nein, irgendwas mit F. Mit F? Oder P. Marlene Dietrich? So ähnlich. Hat er nicht in dem Film mitgespielt? In welchem? Von diesem italienischen Regisseur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mit I? Er heißt so ähnlich wie eine Autofirma. BMW? Nein, nein. Dieser Fußballspieler fährt so an. Welcher Fußballspieler? Der das Tor in dem Endspiel geschossen hat. Wo? In Hamburg? Nein. In Bremen? Nein. Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über 4 Jahre habe ich das Tier täglich 8 Stunden unterrichtet. Durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. Sensationell. Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, wo? Wo? Ah, ja. Jetzt vielleicht etwas Längeres. Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach nein. Ja, was denn nun? Irgendetwas Nettes, Normales. Bitte sehr. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so. Also dann meinetwegen etwas aus dem kirchlichen Bereich. Gern. Bello, sag mal, 9 Nonnen holen Kohlen zum Kohlenofen. Ich weiß nicht, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das Tier diesem Thema gewachsen ist. Vielleicht sollten wir religiöse Bereiche überhaupt ausklammern. Wie Sie wünschen. Dann eventuell doch noch eine politische Äußerung? Nein, nein. Oder etwas aus der Wirtschaft? Ja, bitte. Über Atomstrom? Nein, das sagt er nicht. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Aber ich versichere Ihnen, dass... Nein, nein. Ich versichere Ihnen, das Tier äußert sich rein privat, ohne jeden politischen Aspekt. Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Na, wenn schon. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen, wie ein Politiker. Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Also gut, aber nicht länger als 1 Minute. Bello, sag mal... Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. Solche Äußerungen heizen die Diskussion wieder ganz unnötig an. Also gut. Bello, sag mal, Otto Kohl fühlt sich wohl bei der Oberpostdirektion. Na, das hat ja nun wieder überhaupt keinen aktuellen Bezug. Kann er nichts aus dem Themenkreis des Fernsehprogramms? Bello, sag mal, Talkshow
Oho. Herr Dr. Sommer, darf ich offen sprechen? Na und? Der Hund kann überhaupt nicht sprechen. Das ist eine unverschämte Behauptung. Der Hund beherrscht nur einen einzigen Buchstaben. So etwas wie O. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Fischers Fritze fischt frische Fische. Ist unser Interview jetzt dran? Ich weiß nicht, wann wir im Bild sind. Das Rotlicht deiner Kamera funktioniert nicht. Hallo? Hört mich jemand in der Regie? Hallo? Ist da irgendwas mit der Technik? Mich dürfen Sie da nicht fragen. Wie meinen Sie? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Wieso? Ich habe nur nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich sagte, dass Sie mich das nicht fragen dürfen. Ja, das habe ich verstanden, aber davor, was Sie davor gesagt haben. Nichts. Und Sie? Was hatten Sie gesagt? Ich habe bloß nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Nein, zuerst, was Sie ganz zuerst gesagt haben. Ob da was mit der Technik nicht in Ordnung ist? Na, das dürfen Sie mich eben nicht fragen. Wie bitte? Darf ich Sie höflich darauf aufmerksam machen, dass in einer Stunde mein Zug geht? So wie ich das Zeichen von der Regie... Wenn Sie also noch Wert darauf legen, mich zu interviewen? Ich warte nur auf das Rotlicht. So wie ich das Zeichen von der Regie bekomme, fangen wir an. Ich arbeite seit Jahren mit diesem Sender und habe sowas noch nicht erlebt. Jedenfalls habe ich nicht die Absicht, hier im Studio zu übernachten. So. Meine Frau ist ein Steinbock. Ich habe einen Langhaardackel. Ich bin ein Fisch. Steinbock und Fisch geht ganz gut. Früher hatte ich zwei Langhaardackel. Das ging überhaupt nicht. Es kommt natürlich auch auf den Aszendenten an. Die brauchen ihren Auslauf, müssen täglich gebürstet werden und haben dauernd was mit den Ohren. Steinböcke sind im Grunde sehr eigensinnig. Möchten Sie mal ein Foto von meiner Frau sehen? Nein, danke. Sind wir jetzt dran? Ich weiß nicht. Hallo? Nein, ich glaube nicht. Kennen Sie eigentlich Bilinski? Nein. Günther Bilinski? Nein. Mit dem war ich in einer Klasse, 1938. Er zog dann nach Böblingen und hat da geheiratet. Ach. Waren Sie mal in Böblingen? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Kennen Sie Hartmut Schöttl? Nein. Der ist jetzt auch schon Anfang 50. Ach. Aber sehr amüsant. Ich bin ihm einmal begegnet. In Krefeld. Kennen Sie Heinz Riedel? Nein. Kennen Sie Professor Dove? Nein. Sehen Sie? Da ist das Rotlicht. Wo? Da. Wo? Ah ja. Herr Professor Heubel. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Herr Professor Heubel, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für plasmatische Pneutologie. Pneumatische Plastologie. Ah, was versteht man unter plasmatischer Pneutologie? Die pneumatische Plastologie beruht auf neuen Erkenntnissen im psychosomatischen Bereich. Sagenhaft. Und was ist das, so ungefähr? Atemtechnik. Genau. Und? Was und? Und was? Atemtechnik und was? Ich habe einfach keine Lust mehr, Ihnen das zu erklären. Herr Professor, wir sind auf Sendung und Sie befinden sich in einer rechtlichen öffentlichen Anstalt. Na und? Dies ist ein öffentliches Haus. Toll! Abschalten! Schaltet doch eure dämliche Kamera ab! Erst sagen Sie mir am Telefon, das Interview dauert nur 5 Minuten, dann sitze ich hier den ganzen Abend rum und jetzt belästigen Sie mich mit dieser impertinenten Fragerei! Jeder andere wäre froh, wenn er seinen Quatsch über den Bildschirm verbreiten dürfte. Also gut! Die pneumatische Plastologie ermöglicht durch Atemtechnik plastische Veränderungen am eigenen Körper. Punkt. Ah ja. Unter der Voraussetzung äußerster Konzentration. Können Sie das hier demonstrieren? Selbstverständlich. Dann seien Sie doch so freundlich. Ich bitte um äußerste Ruhe.
Sagenhaft. Ist es, geht das, ich meine, können Sie das mit jedem Körperteil? Natürlich. Ach. Passen Sie auf. Nein, nein, vielleicht ist es besser. Ich bitte um äußerste Ruhe. Ja, 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 sagenhaft. Aber wozu ist das nützlich? Nützlich, Herr, Gilling. Herr Gilling, der Wissenschaftler arbeitet uneigennützig im Dienste der Menschheit. Wissenschaft ist keine Frage der Nützlichkeit, sondern des Fortschritts. Ah ja, aber es sieht so unschön aus. Natur ist überall schön. Herr Professor Heubel, könnte beispielsweise auch ich persönlich mich durch konzentrierte Atemtechnik plastologisch verändern? Natürlich. Jetzt gleich? Halten Sie die Atmung an. Ja. Heben Sie das Zwerchfell. Konzentrieren Sie sich auf einen Körperteil. Ja, ja. Pressen Sie leicht. Jetzt stärker. Na bitte. Sagenhaft. Und jetzt wieder zurück. Warum? Unsere Sendezeit ist um. Ach so. Und ich? Atmen Sie kräftig aus. Entspannen Sie das Zwerchfell. Ja? Entspannen. Ja doch. Noch mehr? Mehr kann ich nicht. Nicht verkrampfen? Nein, nein. Mein Gott, tun Sie doch, was ich sage. Tu ich ja. Sie stellen sich aber sehr ungeschickt an. Ich mache genau, was Sie sagen. Aber das Ding wird nicht kleiner. Das sehe ich auch. Denken Sie an was Kaltes. Mir fällt nichts ein. Dann kommen Sie Ende August in meine Sprechstunde. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner! Dr. Klöbner! Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte. Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne. Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne. Ach. Was heißt ach? Ach. Sie sagten, dass Sie gern ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach. Aha. Ich hätte auch aha sagen können, aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur... Herr Müller-Lüdenscheid... Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal. So. Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne. Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was? Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Müller-Lüdenscheid. Herr Dr. Klöbner, ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich? Na also. Was machen Sie da? Ich lasse etwas kühleres Wasser ein. Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem Heißen.
wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazu nehmen könnte? Das war eine Idee zu viel. Ach. Ich glaube, noch ein paar Tropfen Heißes und man könnte sich einigen. Geht es so? Oh ja, vielen Dank. Oh, bitte sehr. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne Sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma. Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid. Akademiker wollen Sie sein? Also was ist jetzt? Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen. Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen? Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch. Herr Müller-Lüdenscheid. Herr Dr. Klöbner. Also lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein. Nein. Mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht. Sie lassen sofort die Ente zu Wasser. Ich denke nicht daran. Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen. Bitte sehr. Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Da sind Sie ja schon wieder. Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner, hören Sie? Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger als Sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? Ehrlichkeit, Toleranz, ja. Mut, Anstand, ja, ja, Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, Zähigkeit, ja. Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Es kommt auf den Charakter an. Aber ich kann länger als Sie. Und das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Dann werden wir es ja sehen. Das werden wir sehen. Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger. Ich auch. Also, eins, zwei, drei. Ist hier jemand? Hallo? Entschuldigen Sie, ist das hier Zimmer 107? Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Cothelstone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Edithorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zurzeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Edithorpe einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Horton in Thrumpton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Fiddlemith, Middle Fritham nach North Cothelstone Hall in Thrumpton Castle den Schlips aus Nether Edithorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cothelstone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thorsby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen.
Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrumpton Castle bei Lord Molesworth Horton arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cawthelstone Hall zurück, aber nicht über Middle Eddlethorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fritham und Nether Eddlethorpe. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nach Thoddle Nether